für Slayer gereicht, aber bei Ja, ist erstmal ran. Das ist doch gut. Ja, und ich sage hallo und herzlich willkommen zu dieser Fight Night Aufnahme hier. Wir sind hier voll im Gange hier mit, ja, alle sind hier, alle gefühlt. Ein Gast, ein Teilnehmer bevor kommt wir, noch. Bevor wir kämpfen, Glubschi. Ja, meine Introduction war noch nicht fertig. DK hat sich ja präsentiert. Jetzt wird Biddy noch sein Intro machen. Der streamt auch bei seinem Channel. Könnt gerne vorbeischauen. Ich hab's leider. Du machst ohne? Wie du streamst nicht. Streamt dich! Okay. Er ist dabei. Mit dabei auch Iron Hell. Ich weiß nicht, ob ihr ihn hören könnt, weil Dings-Settings. Und, ja, Raphael sollte auch nachkommen. Wir haben hier einen Special Guest. Und zwar mein Coach Typhoon the Wolf. Ui. Und der und ich, wir haben uns lange zusammengesetzt und darauf gewartet, bis wir dann endlich mal diese Sitzung anfangen. Holt's jeder. Ja, und ich kann mich noch wir erinnern. Haben jetzt tatsächlich. Wir haben jetzt tatsächlich geschafft, das dann halt jetzt zusammenzurücken. Ich kann mich noch erinnern, wie Typhoon gesagt hat, wieso ladet mir nicht ein? Wieso? Das hat er mir auch mehrmals gesagt und eins habe ich vergessen zu sagen, das wird ja ein King of the Hill Match sein und aha. Wichtig ist, wenn einer gegen alle gewinnt, muss der eine Runde aussitzen und dann von hinten nachstellen, sodass halt jeder rankommt. Ja. Das, was wir halt immer gemacht haben, wir machen halt nicht Wait for Opponents, sondern Spectate Match. Ähnlich, ja. Ähnlich. Typhoon wäre schön, wenn du da auf Spectate drücken würdest. Exhibit A, Iron Hell. Exhibit B, Beat the Mob Master. Also muss ich Typhoon noch auf die Spectator-Rolle setzen. Ja, Tenchi kommt auch noch zu. Er muss sich gerade das Spiel laden oder wie auch immer. Ja. Hoffentlich hat er früh genug angefangen. Das dauert zwei Stunden. Ja, du, ich habe auch. Warte, wann war das? War das bei Street Fighter 5 oder irgendeine Scheiße? Ich wollte unbedingt kurz mal reingucken. Oh, du musst runterladen. Ja, und wie toll, also. Wie toll war die Engine von Street Fighter 5? Das komplette Spiel musste sich neu installieren. Jedes Mal mit neuem Update. Ja, die hatten echt Probleme, also mit der Unreal Engine. Das ist jetzt 90 GB oder was? Ist das? Nee, das waren immer 34. Das waren immer 34, das Grundspiel. Damit die komplette Balance auf das ganze Spiel greift. Und dann kommt das Update, dann musst du das Spiel starten, dann in Sinn nochmal. Das haben die mit Street Fighter 6 viel besser gemacht. Viel, viel besser. Eigene Engine. Wie immer. Also Unreal Engine. Damit muss man umkönnen. Naja, ob sie Ende Juli kommt oder Mitte Juli, I don't know. So. Wann fangen wir an? Oh lol, ich hab vergessen auf Apply zu drücken. Oh Gott, nein. Wie Apply? Ich hab kurz die Einstellung geändert. Typhoon muss ja noch auf Spectator Dings sein. Okay, wir sind ready. Ready? Okay. Und? Geht's? Ja, Feuer frei. Also ich kann gucken. Jo. Woo, erstes Match! Mein Gott. Premiere Slayer. Slayer Time. Oh mein Gott. Wie oft hast du gesagt, wie oft hat Bidi gesagt, Slayer kommt. Ja, ich so, 100%. Nee, ihr könnt es nicht fassen, aber ich weiß es ja. Aber ich kann selbst nicht fassen, dass die Slayer tatsächlich zurückgebracht haben. Warum denn nicht? Ich habe ehrlich gesagt, die anderen kommt zuerst. Bevor Slayer aber scheint. Ja, ich dachte auch zuerst, dass Jam kommt, weil Jam ist wahnsinnig beliebt auch. Ja, die andere habe ich gemeint. Ja, also wenn dann kommt Jam vielleicht. Das würde für mich nochmal interessant sein. Kai Kabari? Eieiei. Oh,
Okay, ja, pass auf, okay? Aber eins muss man immer sagen, warum Guildiges Strife weiterhin relevant bleibt als Kampfspiel, jeder Charakter ist so anders. Das ist absurd. Da drin stecken so viele Ideen, das ist echt Spaß. Der macht eine Pirouette in der Luft. Was ist das für ein Typ? Geil. Aber warte, wenn Slayer kommt. Oh, ich weiß nicht, was er macht. Ich habe ihn noch nicht ausgecheckt. Frame 1 super. Geil. Wenn er kommt, dann müsste ja Venom nicht weit weg sein, oder? Aber Venom ist ja. Aber Venom ist doch Bäcker geworden. Der wollte nicht mehr. Spy, ich glaube, das war. Wer war denn der Charakter Force Slayer? Force Slayer? Ich weiß nur, dass die Gruppe bestand aus Venom. Milja war ja drin. Wer war da noch drin? Eins nach dem anderen. Johnny war der Erste. Johnny war der Erste. Wer waren die nächsten zwei? Hä? War da noch jemand? Ja, aber die waren. Und war Ebba, aber nur cool. Und Ebba. Du meinst Season oder was? Achso. Ja. Ich wollte gerade eine Frage beim Chat beantworten. Ja, zwei. Das war seit Ebba ja durch diese Fledermäusen ja bekannt. Hast du auch recht, dass das 100% confirmed wurde. Das war auch, wo dann auch dieses, riesen Text kam mit, Season 4 confirmed. Das andere, Special Guest Typhoon sagt schöne Grüße, weil er kann aus irgendeinem Grund beim Talken nicht mitreden. Oh, schade. Aber schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dabei bist. Ja. Ja, Coach, du hast gehört, ne? Ja, ist geil. Ist geil. Ist jetzt nicht mein Charakter, den ich sofort abfeiere, aber. DK. Ja? Geht mal aus diesem Spectator-Modus raus. Ja. Und, ja. Warte auf den nächsten Gegner. Ja. Einfach. Da müsstest du jetzt eine. Also nicht zuschauen, sondern da halt warten. Und, ach so, jetzt wirst du eine 3 haben, ne? Ich hab ne 3, ja. Iron Hell, du musst jetzt zu 3 werden, also drück einmal. Ah, shit. Erstmal alle raus, wir müssen wieder 3-0 machen. Dicky, du auch. Okay. Also, erstmal ich, dann Bidi, dann Bidi? Reihen sich Typhoon, Decay und Iron Hell nochmal neu auf. Also, Typhoon erstmal die 1. Mhm. DK, du die 2? Ich die 2, okay. Und warten auf Gegner. Nein. Auf Match beobachten, Iron Hell. Ich nicht auf Match beobachten, du musst nochmal raus. Geh nochmal in die Mitte. Oh Gott! Digga, wir haben jetzt mit Pro reingeschissen. Ja, Typhoon, sorry, es ist ein Durcheinander hier. Also erstmal ich, dann Bidi. Dann, ja, Typhoon auf die 1. Mhm. DK auf die 2. Ja. Mach warten auf Gegner. Mach warten auf Gegner, genau. Aber? Die 3. Ist er das? Ist er. Okay. Ja, ich bin gewählt, um nicht um zu denken, sondern um zu lenken. Licken Nummer 3. Ja, ich will die 3. Gottes Willen, dieser Film, ey. Kann mich noch erinnern, der Kinosaal war voll, ey.
Und ich glaube auch nur in Deutschland gab es einen Werbebanner von ProSieben da unten. Ich glaube ja, nur genau. In Deutschland. Aber das gab es nur im Kino. Wenn du in der Heimversion hast, es nicht. Das ist echt geil. Ja. Wompidi. Uiuiui. Ah Gott. Nee, Soul Bad Guy, kein Gott. Nein, nein. Uiuiui. Hast du mich hier aber? Ey, dieser Druck, ey. Dieser Druck, ey, Hammer. Perfekt! Hey! Unser erster Perfekt. Alright, Typhoon! Ah ja, okay. Da bleibe ich gleich in der Reihe lang. Das ist echt geil. Hm. Na. Das ist nicht unbedingt Dio, aber okay. Na ja, doch, doch, das macht er schon. Ja, guter Punish. Nein, ich war so weit weg. Axel Bomber? Wow. Wie der einfach wartet. Dreckiger Burstbait, Junge, dreckiger Burstbait. Ey, diese Reaktion auch ist Hammer. Ja, also du musst halt als Axel halt auch vorher reagieren können, weil bist du eine Sekunde zu spät, ne? Bist du eine Sekunde zu spät, ne? Dann war's das auch. Oh Mann, jetzt krieg ich das Ticket. Ich krieg alles. Ich krieg alles. Hallo Typhoon! Na, wie geht's? Ich spiel Guilty Gear! Keruli! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ja, er spielt Pech. Der muss ja auch Pech spielen. Ja, weil ja. Was, wenn eine Axel impatient ist, dann bist du am Arsch. Ja, aber ich bin leichtes Opfer für ihn bei. Boah, null Gefühl hier. Na, was heißt das? Wow, du kriegst halt sehr viel Pokes aufs Gesicht. Das ist es. Hard Knockdown. Alter, wer hat da gerade sein Mikrofon auf laut? Ja, aber du, ich werde mich nicht einspielen können. Das sage ich dir so. Das ist wie der Arne, oder? Das könnte aber auch Tenchi sein. Ist er drin in der Gruppe? Nee. Ich höre ich ja gar nicht. Ja, wenn er gegen Beatty gewinnen sollte, dann muss er aussetzen. Ach, maximal 3 Siege? Also wenn er gegen uns alle gewinnt.
Slayer Time! Typhoon, sobald du gegen Bidi gewinnen solltest, hast du gegen alle gewonnen und musst dann halt wieder von hinten anstellen, sodass halt jeder rankommt. Ja. Ja, also mit Axel, also mit Typhoons Axel ist halt nicht zu spaßen. Das weiß ich. Also. Ganz crazy, ja. Also ihr müsst Axel halt respektieren. Ne? Wenn ihr das halt nicht respektiert, dann kriegt ihr das auch ab. Ja, das ist ein Problem. Und generell bitte nicht sofort Instant Air Dashen, weil Axel hat, wenn nicht die krassesten Anti-Airs, ja. Für Instant Air Dashes bis hin zu Deep Dashes, bis hin auch zu, ja, ganz, ganz hohen Jumps. Ich sehe jetzt erst Typhoon, geiles Quote. Hab ich auch gerade gesehen. Skill Issue. Gott, ich bin. Ja, du, der ist auch ein Celestial. Der ist auch ein Celestial Player. Was erwartest du? Er hat mehr Gilde hier gespielt als wir alle drei zusammen. Das kannst du wahrscheinlich für den ersten Season behaupten. Und trotzdem. Also der hat zu mir gesagt, beim allerersten Season hat er wirklich lang gelitten. Okay. Deswegen hat er auch diese ganzen Setups im Kopf. Yay! Boah, extra Bombe los? Nee. Sehr gut. Eieiei, schwer zu bucken. Naja, der sieht immer scheiße hin. Oh, abwechselnd. Eieiei. Aber trotzdem, diese Kontrolle ist krass. Ja. Die ist echt gut. Aber ihr müsst auch denken. Der spielt auf zwei Plattformen. Okay. Gut, so, aber das gleiche Spiel, oder? Ja, jetzt, das ist ja nicht anders. Ja. Also Typhoon muss ja aussetzen. Geht wieder auf die 3 und jetzt. Oh no! Here we go again! Oh yeah! Here we go again, ey! Womit habe ich das verdient? Ja. Ja, jetzt kriegst du das, was ich jedes Mal zu dir. Ja. Ich werde dann denken, aber dieser scheiß Goldburst, ey. Dass er mir hoffentlich nicht accidentally passiert, ey. Fuck, ey. Ah, okay. Ah, nein, ich hab's früh gecancelt. Nee, das ist keine Combo. Oh. Oh, Vortex, da hätte ich. Ja, ich bin ein bisschen. Oh! You are my mind! Oh, Warsplit? Was? Ja, Warsplit. Aber wow. Oh! Oh, du bist gut. Oh, bist du gut. Da geht der rein, ey! Scheiße! Wall break. Nice. Okay. Oh. Oh! You ready me? Okay. Yep.
Ah, ich hab's nicht geschafft. Da musst du loggen. Ich hab's nicht geschafft. Boah, Junge, habt ihr diese Combo gesehen? Clip das bitte! Sehr gut. Someone clip that shit! Ja, das war gut. Ah. Ja, für die ganzen PlayStation-Spieler drückt man hintereinander auf Share, damit ihr den klippen könnt. Ja, für die 3 Minuten, ja. Du kannst ja auch deinen Abonnenten ja mal vielleicht jemanden auffordern, die das klippen können auf YouTube. Kann man ja auch. Ja, kann man auch. Wenn du es denen erlaubst, aus deinen Aufnahmen Remixes halt, zu machen. Baden erlauben heißt es oder was? Ne? Ja, dass die von deinen Aufnahmen Mixe und sonst was benutzen dürfen. Oh. Hauptsache, ich konnte was abziehen. Das war schon mal gut. Man. Hey, es ist ein gutes Gefühl noch irgendwo. It's now Slayer Time. Scheiße. Boom. Digga, was für Mist. Als wäre der Chef hier. Aber der Chef kriegt nur alles durch den Boden. Oh mein Gott, ich bin schon wieder jedes Mal am Scheiße bauen. Das gibt's doch nicht. Ich seh Typhoon so richtig tot auf die Augen und so, Coach, ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Oha! Okay, Autofokus. Nice. John, wo war nochmal Wild Assault? Das war das, ne? Quarter Circle Dust, ne? Quarter Circle Forward Dust, ja. Ja. So, das ist so blöd! Das ist so blöd! Warum macht man das? Man denkt doch zuerst, das ist auf dem Burst Bike und dann macht man Burst! Ja, das ist so bescheuert. Das wurde seit Johnny Trailer bekannt gegeben. Ich weiß, ich vergesse es trotzdem, weil ich habe Season 3 am seltensten GG gespielt, deswegen. Ich habe gerade nochmal überlegt, ich dachte, ach komm, ich frag nochmal lieber, damit ich es behalte. Boom, boom, boom. Hey, hey, hey. Ah Gott. Ach ja, hat eine Arena mitgebracht? Slayer, okay. Ja, wir werden sie aber leider nicht spielen, weil ja. Die Herrschaften. Ja, Rollback. Ja, die Herrschaften sagen, dass die Frames leider baden gehen. Ist aber auch ein Problem der Unreal Engine, würde ich sagen. Stimmt ja, Unreal Engine. Nein, mein Techno kommt zu spät. Ja, sehr gut. Oh, kann der. Es kam zu spät. Wollte ich gerade meinen, dass das Biken Special Jump kriegen kann, aber nicht High. Okay. Ich glaube auch die Fetten bekommen. Jawohl. Oh. Das war nicht geplant, so aber. Ja. Das war weder geplant, nur. Nee, das war weder geplant noch geinputet. Also, keine Ahnung, mein Game macht random irgendwelche Inputs, wo ich mir denke, Alter, was machst du denn da gerade? Anyway, here we go again. Here we go again. Rafael wird safe nicht kommen, genau, nur weil er dich gesehen hat. Here we go again. Let's rock.
Ich bin zu spät, ich bin jedes Mal zu spät. Das ist schnell, ja. Ich meine, dazu ist jemand. Was für ein dreckiger Roman Cancel, was dreckiger Roman Cancel, Junge. Ja, war schon was. Jedes Mal. Ja, ey. Ich dachte, die kommt wegen länger. Ja, aber erstmal, du bist. Alter, nee, ich hab Close Slash gedrückt. Der war 5 Frames zu schnell. 5 Frames! 5 fucking Frames! Ich wollte diesen Wall Throw Cancel machen, aber dann dachte ich mir so, nee, ich hab den Cancel nicht geschafft, ich mach einfach das Strike. Okay, ich bin jetzt dran, ist das richtig? Ja. Mhm. Oh man. Okay, Typhoon, ich gegen Typhoon. Kampf 2. Wie wird's ausgehen? Ich glaube, er gewinnt. Oder auch nicht, du kannst ja noch. Ja, nee, ich bin nicht schnell, ich habe keine Reaktion, absolut gar nichts. Absolut. Das heißt, brauchst du einen Gönige? Ja. Ist er immerhin schneller als Street Fighter 6, oder? Nee, Street Fighter. Nur mal als Information, ihr könnt Dash blocken, falls ihr diesen Insect Gedöns macht, was Fullscreen geht. Könnt ihr ein Stückchen vorgehen, bevor ihr noch eins rausholt? Oder ihr könnt halt direkt noch sprengen, nur ihr müsst aber bedenken, dass er Options hat. Ja, hier ist schon wieder diese Situation hier. Oder der kann einfach einen Comment Floor machen. Sehr gute Kontrolle, hat er damit. Dokkan. Ja, ich bin wie ein. Ja. Dokkan heißt auf japanische Expression, wenn sich jemand fragt. Ja, der hat jetzt sich aufgespart. Okay. Ja. Und Nushul bitte nicht weiter stalken. Das ist eine Todesstrafe. Außer du bist ein Heavy Character wie Potemkin. Die haben Strike Invincible drauf. Ja, das hat aber auch Reichweite. Ich dachte, ich versuch's mal, weil er war näher dran als sonst. Na, so nah nun doch nicht. Doch. Ich hätte ihn mit dem Slash erreicht. Ja, das heißt nicht nah genug, ne? Ja, okay. Okay, war nicht close. Das ist richtig. Da gebe ich dir. Ich muss versuchen. Ich habe hier schon mal was abgezogen. Das ist etwas. It's finally Slayer time. It's damn. Du, Bidi, hol dir selber noch mal Slayer. Also, wenn du die Möglichkeit hast. Wenn du die Möglichkeit hast. Ja, wir müssen mal sehen. Kostet der 7 Euro oder was, ne? Ich glaub ja, ne? 690 kosten die? Keine Ahnung. Naja, zu Tode geperfekt war das nicht. Weil ich weiß nicht, ob ich den so oft spielen würde. Ich sag's ja keine, er kommt noch rein. Und der war in jedem Spiel noch drin, wo der rein war. In jedem? Nee. Der Penner? Nee, er sitzt da klassisch. Er sitzt da einfach. Nee, der sitzt da einfach ganz klassisch. Er ist ja unsterblich. Oh, also, kann ich nicht nachher, egal. Ist er ja. Alter, Bidi, ganz ehrlich, hol dein Totsukeki raus. Ja, zu spät. Wollte ich letzte Runde schaffen, aber war zu schnell. Mach nach der Runde. Ja, nach der Runde, okay. Das wollte ich schon vor 2 Runden machen. Typhoon sagt, Zitat,
Was ich euch, was ich auch anmerken will, wir hatten, wenn es zu, also wenn es hochkommt, zwei richtige Coach-Tage und du hast daraus das gemacht, was du aktuell bist und würde ich sagen. An wen soll es eigentlich gehen? Wahrscheinlich an dich, John. Ah ja, wir hatten ja nur zwei Coach-Tage gehabt und da hat er jedes Mal, ey, da hat er jedes Mal gesagt, spiel Tower, also spiele online, Hauptsache du triffst auf irgendein Rando. Ja, praktisch. Praxis, ja, ich weiß, was er meint. Ah, okay. Okay, nächste Runde. So, Und dann musst du jetzt wieder reinkommen. So schnell kann ich das auch nicht. Bevor Typhoon sich wieder einreiht, weil du aussetzen musst. BD, änder mal deinen Charakter zu May. Bin dabei. Okay, er ist drin, oder? Jawohl, passt. Ja. Typhoon, BD muss erstmal reinkommen, bevor du reingehst. Ja, war schon. Ich bin schon dran. Also, bis auf die 2. Ja. So, jetzt Typhoon dann auf die 3. Ja. Weil okay. Ich sehe dank DK's Logo ja nichts. Entschuldigung. Nee. I'm so sorry. That my logo is too big. Sorry. Ich hasse Vortex! Ja, warum machst du das? Oh! Ah, you do nothing! Ah, das ist keine True String, Mann! Wie ich das hatte. Oh nein. Sehr gut, das XP. Ah, scheiße! Ich hätte White Slash machen können. Wild Hard Slash. Und ich weg bin ich. Ach nee! Ich dachte, ich krieg Quad Splat. Nee. Ja, so leicht und doch nicht. Du brauchst mehrere Hits. Ich glaube, da gibt's drei verschiedene Ritze, oder? Alter! Nee, ich bin nicht mehr so schnell. Kannst vergessen. Oh. Oh, Mann. Oh, Gott. Du machst Vortex? Ja. Round started, DP ist frech. Ja, der war auch schön executed. Ich meine, Round Start ist ja generell Risk Reward, wenn ich nicht falsch bin, ne? Mm. Die sollen mal aufhören, auf Backdash zu drücken. Meinst du zwar Wake Up Backdash? Als ob deine Hitbox so niedrig ist. Warum sehe ich nicht das Match? Das ist blöd. Naja. So. Nein, ich war schon auf Neutral, da kannst du überhaupt nichts treffen. Kommentar von Typhoon. Ihr drückt viel zu oft Backdashes, ihr solltet es vermeiden. Ja, ich muss mich erstmal relativ an das Spiel. Sven mit Sabin?
Oh, so spät? Ich bin weg, oder? Ja, Mann. Ah, noch nichts. Jedes Mal mein Safe Jump, ich fass es nicht. Also nichts, okay. Ah, oh, wieder wieder. Ach du Scheiße. Was? Wo bleibt mein Gunflame Faint? Triffst du das? Jawohl. Ja. Oh, nochmal, ey. Boah, ist das fies. Im Jump Roman Cancel, bist du bekloppt, Mann. Ja. Alter. Ist es wirklich? Ja, das ist heftig. Also, wie anders als mit Spike war es ja auch nicht gerade. Das war heftig, ja. Oh. Nächstes Mal drücken, Burst anzumachen. Oh, reicht die Reichweite. Alter! Oh, Backdash! Jump, der Bär. Benutzt du auch was nie? Das ist eigentlich eine gute Idee. Leute. Wo bleibt mein Jump? Wo bleibt mein Jump? Ich bin tot. Und zwar nach hinten. Ja. Dreimal Achselbombe, Leute. Hm. Ja, das musst du auch machen können. Ja, alle drei, während du in der Luft bist. Gott. Ja, hat dich gejailt. Aber krass. Kam es nicht raus. ich muss mal lernen, ihn zu Burst Bane. Das ist glaube ich, meine große Schwäche gegen ihn. Ich meine, ich denke nur so, es ist useless zu bursten und dann BOOM! Ihr müsst euch vorstellen, der wendet sehr früh seinen Burst an. Ah! Ah, mach weiter, okay. DK, du weißt ja, was dir beigebracht hat, ne? Jump Canceling. Ich kenne die Reichweite gar nicht mehr. Er hat einen. Der hat einen toten Winkel. Axel hat auch einen toten Winkel. Irgendwo hat er nochmal einen toten Winkel gehabt, ich weiß nicht mehr wo. Das Ding ist, ihr müsst halt die Rage von Axel auch exportieren. Ach nee, der Scheiß. Das geht ganz nicht. Die U-Bahn oder was sagt man dazu? Oder Straßenbahn. Oh, was? Wie schnell hat er das gemacht? Der baut eine Straßenbahn. Oder? Ich hatte ihn kurz. Kurz hatte ich ihn, aber naja. Also sobald er diesen Up-Slash macht, was du ja gesehen hast, die Kenne, dann ist Axel immer ein Plus. Aber bei wenn er irgendeinen Schlag macht, der Anti-Air ist, da gibt es einen toten Winkel, wo du eigentlich zu ihm hin kannst. Ich weiß nicht mehr, wo der war. Du musst in einem, also der hat es mir gesagt, du musst in einem bestimmten Winkel Instant Air dashen. Genau. Und dann kann Axel also erstmal nichts machen.
gerade sein Stand Jab, ja, das war glaube ich sein Stand Jab, der hat einen toten Winkel. Sein, ich glaube, das ist Crouch Slash, was er gemacht hat, was er relativ nah ist. Ist nur für Dings da, wenn der ganz nah ist. Alles zusammen. Ich komme nicht mal dazu, überhaupt danach zu denken. Ich versuch irgendwie nur da ranzukommen. Ich meine, zumindest ziehe ich ihm das ab. Aber der ist sehr kontrolliert. Slash. Ich muss auch mal anmerken, was ich selber nicht wusste. Slayer hat keine Invincible Reversals. Oh. Okay. Nur Super Loggen heißt das auf gut Deutsch. Also, der hat weder einen Wake-Up Super noch eine Strike Invincible Move. Also, das Einzige, was er hat, ist ein Command Grab. Und das war's. Hm. Ja, ab selbst da hat der. Und was? Heißt aber nicht, wenn du es gar nicht treffen kannst. Ne? Hm. Du musst ihn erstmal treffen können. Oh, ja. Also du musst den Overdrive erstmal treffen können. Bevor du es überhaupt einsetzt. Weil sein Overdrive ist extrem teuer. Hab ich nicht gesehen. Oh, stimmt, das gibt's ja auch noch. Das kann er nicht so gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, scheiße. Oh. Wollte eigentlich Anker machen, er war, naja. Nicht so einfach so stark, wenn man sowas, so eine Dings hat. Er ist viel zu nah. Nein. Ja, darauf falle ich auch rein. Ach, Mann, ey. Das wird nicht zurückgestoßen? Der ist außerhalb da, ich meine, ich dachte, das geht ein bisschen weiter. Ja. Und alles ist von vorne. Ja, genau. Oh, geh mal kurz Pause. Komm gleich wieder. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Hast du? Yeah, you... Ja, okay. Oh lol, ich hab vergessen zu gucken, ob Typhoon seine Beine wieder bekommen hat. Lass mal Intro laufen. Ich guck mal im Stream. Hat der? Ja, der hat. Weil ich habe irgendwas gesehen, dass einer Weige hatte. Diese hat. Nein, ich bin blöd. Ah Gott, warum mache ich das? Das ist keine True, okay. Ach so, was? Ich hätte blocken können? Ich wollte gerade sagen. What? Ich dachte, ich wäre Warspirit wieder. So. Wieder keine True String. Ach, ich bin. Ach, aber ist dabei. Ich bin so blau. Hey, what? Hä, wo? Ah, sehr schön. Nee, du musst mir. Ich habe auf dein Handy Passwort hintergehen. Ach, das du geht musst gar nicht, so okay. Private Menschen suchen und dann ganz unten gibt's Passwort. Ja. Nein, falscher Roman Cancer. Ja, und nein, ist das natürlich. Was? Ja.
Willst du nicht? Das hättest du sehen müssen. Du Arsch! Oh mein Gott, was ein geiler 6P, was ein geiler 6P, Junge! Nein, 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 nein. Darauf warst du vorbereitet, okay. What? Achso, meine Hurtbox ist so groß. Okay. Was? Jedes Mal denke ich, du machst es. What the fuck? Missinput. Missinput. B1. Nee, wo kann ich da? Hauptmenü. Achso, er muss. Er muss das Online-Dings machen. Er muss das Online-Tutorial noch machen. Achso, so, weil es neu ist. Ja, du musst es machen. Weil du ja zum ersten Mal spielst, praktisch, musst du das Tutorial machen für online. Ja. Na, hat eine Stunde gedauert, das Laden. Oder länger. It's finally Slayer time! Das Spiel ist eigentlich gar nicht groß. Los geht's. Was? 18? Nicht mal 20 Gigabyte? Das ist nicht groß. Ja, für alles. Obwohl, für alles ist das wenig. LDP ist fünfmal der andere Datenmenge als die PC. Könnt ihr das besser verarbeiten? Komischerweise. Komprimieren, ja. Ja. Ist crazy komprimiert, ne? Ja. Haben die, waren ja ganz stolz, die Sony Leute. Ja. Wo das angekündigt haben. Als ob es so tief ist. Ich bin nur noch am Scheiße bauen. So. Ja, bin ich. Mehr oder weniger. DK, du musst bedenken, Typhoon ist ein Familienvater. Ja. Der kann sich nicht auf alles konzentrieren. Nee, kein Problem. Typhoon so, wo bleibt Raphael, der Drecksack? Was? Eieiei. Weiß nicht, vielleicht ist was dazwischen gekommen. Was ich nicht glaube. Das weißt du nicht. Drei Kombos, Mensch. Oh, was mach ich da? Du Frage, nächste Frage. Tyrant Reef! Oh, ja. Ich dachte, du machst das. Er ist seit einer Stunde nicht mehr da. Ja. Oh, ja, 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 ja. Ich hab's gesehen, aber der. Da habe ich nur geschaut. Sehr gut. Da weiß ich nicht, wie ich da gehen soll. Ja, Typhoon dazwischen gekommen. Oh mein Gott. Ey, ich wünschte, als du das gemacht hast, hätte ich noch 50 Tenshuber gehabt. Ey, das wäre so geil gewesen. Oh,
Moai. Ja, Gott. Alter! Alles wiederholt sich. Alles wiederholt sich, Junge. War aber offen tatsächlich. Nein! Jetzt crunchst du, ey. Was ist los? Crunchen ist mein Job. So in dem Sinne. Meine auch. Groß rein, Baby. Boah. Böse. Oh. Der wartet. Diese Geduld. Ich wollte gerade bursten. Auf einmal kommt dieser Jab. Ey, diese wahnsinnige Geduld, ne? Das ist unfassbar. Das ist echt unfassbar. Ich bin mal kurz aufs Klo, bin gleich wieder da. Jo. Are you ready? Wollen wir mal gucken. Oh, okay. Ach, das. Oh. Verstehe ich nicht ganz. Nee. Oh, zu spät. Ah. Ah! Die Recovery ist ja schnell. Wow. Ja, das ist das nächste Problem. Was? Nee, da komme ich nicht mehr ran. Was? Wow. Ja. Ich hab wieder. Ich muss dran denken, Wild Assault ist auf das. Mann, ich wollte nicht Goldbürsten. Ah! Meine Fresse! Und ich wollte auch das machen und mein Setup mal. Naja, es kommt noch. Aber hey, immerhin etwas. Das ist wie das Slayer-Thema, oder? Ey Jungs. Moin. Ich geh aufs Klo, guck das Stream auf mein Handy an. Und das erste, was ich sehe, ist, wie 3D-Croaks auf mein Screen tanzen. Gott, ich hab wieder so, Gold. Ich hab wieder Goldburst mit. Ich hab's wieder verwechselt. Ah, es hat mich geärgert. Und ah, Tenchi, moin! Ah, sehr gut. Kannst du dich anstellen schon mal? Musst du in der Mitte praktisch hin, wo wir kämpfen. Und auf Gegner. Warten auf Gegner musst du. Genau, warten auf Gegner musst du drücken. Auswählen, genau Satz. Nee. Du musst hingehen und X drücken. Ein Iron Hell
an Ariel Crouching Heavy Slashes Death on Block. Ich hab es hat kein Invincibility. Tenchi, genau, warten auf den nächsten Gegner, genau. Also stell dich, geh zur Mitte. Nee. Du musst, nein, Tenchi, du musst dahin, du musst in die Mitte gehen, da wo das Buch ist. Da wo die kämpfen. Ja, genau. Und genau, dann warten und auf den nächsten Gegner. Genau. Das ist ein Radio. Ja, alles klar. Das ist ein Radio, du Otto. Ja, genau. Wir das kommen. Radio. Das ist ein Radio? Wo ist das ein Radio? Das ist ein... What? Was? Bist du rausgegangen, oder was? Nee, das Game hat Typhoon rausgekickt. Ach so. Ja, weil... Ach nee, Typhoon ist rausgegangen. Ah, ich wollte es gerade sagen, weil 10.000 Leute hier das gesprochen haben. Ah ja, nee, das war das Game.
Ah ja, das war gar nicht so schlecht. Ja, wir müssen uns alle neu anstellen. Alle mal auf Cancel Matchmaking drücken. Wie geht das? Cancel Match? Ah ja, bin schon dran. Ja. Wieso DK, RL. Ja, ich will grad weg, aber... Achso. Okay. Fehlgeschlagen, ja. Wer war denn als letztes dran? Ich nehme mal an... Iron Hell und der Neue ist die Reihenfolge. DK, nehme meinen Platz ein. Da steht halt noch einer. DK und Iron Hell, nehmt euch Platz. Also wir sollen nachher starten, okay? Nicht Typhoon, sondern Iron Hell und DK. Warum? Ich bin noch dran eigentlich. Ach, bist du? Ja, du hast mein Plattform geklaut. Ah ja, dann DK. Okay. Iron Hell. Iron Hell. Also Iron Hell auf die 1. Ja, Iron Hell ist auf die 1. Tenshi auf die 2. Nee, warte. Nee, bei... Nee. Bitte. Ja, genau. Dann BD. Seid ihr dran? Mein Gott, Leute. Leute, ihr wartet einfach zu lange. Wir müssen nochmal neu machen. Du solltest das mal ausschalten, dann beim nächsten Mal. Was? Man kann das ausschalten, dass da Leute weggeschickt werden. Ja, Iron auf die 1. Tenshi, jetzt du, schnell. Wie die du? Ja. So, können wir, So, jetzt. Renn die Bude! Renn in die schöne Bude! Okay. Ihr seht, dass, das Typhoons Level auf seinem PlayStation-Account noch höher ist, weil, ne, wie gesagt. Nö. Nee. Ich weiß gar nicht, wie ich dagegen ankommen soll. Hey. Resets. Ah. Bin's viel zu langsam. Übung macht den Meister, denk dran. Typhoon, ich hab vergessen zu fragen. Nee. Spielst du selbst auf PC mit Controller oder spielst du auf Tastatur? Fragst du das mich? Ich weiß nicht, an wen die Frage gehen sollte. Typhoon. Ich spiele immer mit Controller. Normalen Controller, ne? Ganz normalen PS5 Controller. Was? Ah. Ich würde es gar nicht hinbekommen, diese Halbkreise. Respekt. Naja, die. Alter, jetzt mal ohne Disrespect, aber sagt der sich ein Fighting Combat holen musste und dann trotzdem halt diese Faltkreise nicht hinzukriegen. Ja, das ist aber auch ein Issue an mir. Ich hab Issue. Nicht der Controller. Ja, häng nicht so lange am Street Fighter und Tekken rum, ne? Es gibt auch andere Fighting Games. Ach, wobei, Street Fighter hat ja selber Kreis Motions. Bei den meisten Kampfspielen. Ja, dann hast du so Fighting Games wie Arcana Heart, wo du da halt so komplexe Infos hast. Die Motion gibt's ja hier auch, Gold Lewis. Stimmt! Und dann Down with the System.
Versetti, don't worry, we are total strangers. Polnisch, Türkisch. Ihr spielt alles Matchups, die ich so hasse. Oh, true, Angie, true, Junge. Angie ist richtig schlimm für mich. Kai ist richtig schlimm für mich. Oh mein Gott! Cyber-Technik ist ja neu. Oh mein Gott! Ey Leute, soll ich euch mal erzählen, wenn Typhoon damit fein ist? Weil, der hat bei so ein europäisches Turnier mitgemacht und der hatte von einem Angie-Spieler eine 80%-Kombo auf die Fresse gekriegt. Und rate mal, wer der Charakter war? Genau, Angie. Du hast es schon in deinem Satz vorher gespoilert. Ja, das war true. Was ist anyway, back to you, Versetti. How are you doing? Yay! Boah, guter 6P. Also eigentlich, das Problem bei Axel ist leider, er ist ein Knowledge-Check-Charakter. Wenn man die Knowledge nicht kann, ist der schwer, aber sobald man ihn kennt, ist er der easeste Charakter als Gegner, den man haben kann. So! Masher never wins. Ja, hier waren meine Quotes damals richtig toxisch, weil ich keinen Bock mehr hatte auf die ganzen Bots da. Ich habe immer geschrieben vorher, immer GG, good game, bla bla oder Handshake. Es hat nie jemand interessiert, dann habe ich irgendwann angefangen, so auch mit Masher Never Wins und go to Lab und so ein Scheiß. Und ich dachte mir, wenn es eh keinen interessiert, wenn ich freundliche Codes reinschreibe, kann ich auch solche Codes reinschreiben. Wobei ich glaube, wenn ich verliere, habe ich einen Code drin, teach me. Ey, also ich frag dich, was halt die Feed-Codes sind. Also ich hab lange nicht mehr auf deinen Steam-Account nachgeschaut. Was war das nochmal? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Raphael sagt so etwas mit Bullshit. Was? Okay. Das geht's. Du bist es noch sicher, Mann, ey. Ja, Recovery Frames. Aber welche? Das ist extrem. Ah, da hat er gewartet. Ah, zu spät gesehen. Sehr schön. Oh. Was? Ich bin weg, natürlich. Eieieiei. Johnny. Der ist auch drin, schon. Schon länger. Der Cell-Sprecher, Alter. Ihr seid alle da, aber nicht der, den ich haben wollte heute. Das geht mir so auf den Piss. Ja, was? Achso. Ja, wo bleibt der? Wo bleibt der Hosenschiss denn? Wo bleibt der Hosenschiss? Was ist das? Hallo? So. Da bin ich wieder. Aber was? Das ist dein Metro. Was kann ich zuschauen? Oh Mann. Ja, ich konnte auch einen Kampf kurz nicht zuschauen. Okay. Das passiert mal. Ja, wir dürfen da nicht zu schnell rematchen. Ah, stimmt ja, Spectator. Ja, nicht nur das, auch die müssen ja auch erstmal sich anstellen wieder. Diese Figuren müssen da ja sich anstellen. Oh, kleiner Mann. Oh nein. Oh,
Du musst aus deinem Hafen hier Punished oder Druck rauskommen. Drück das nicht. Du bist doch der einzige Excel hier überhaupt. Ach, musst du aussetzen. Was? Ich muss aussetzen? Ja, ja, du musst aussetzen. Kannst du schon irgendwie einen Sieg ziehen? Der kann geht, nicht zuschauen. Geht fix. Ja, das habt ihr schon. Oh, oh, oh. Sorry! 100 Stunden warten. Geht es auch nicht, kann's wenn auch wir das Sinto laufen lassen? Nee. Das, der muss erstmal den Loading Screen angucken. Na dann, wollen wir mal. So, DK, deine Möglichkeit ist etwas auszuholen. Guck mal, das wird nie alt, glaube ich. Sonst irgendwas Neues brauche ich im Leben. Okay. Nicht viel. Ich bin aktuell nicht dran. Ja, stimmt ja. Du und dein Halsschmerz? Ja, und Erkältung. Guck mal, bitte. Stimmt ja, es ist ja die letzten Tage sehr kalt geworden. Okay. Ich kenn den Typen nicht. Ich brauch Live-Commentary, ja, nicht. Wenn ich mich schon gesehen kann. Ja. Ich hab gerade auch nicht hingeguckt. Mini-Combo und Multi-Throw. Charge ist dann schon geblockt. Footer Arc Counter Hit. Arc Combo, der wurde leider geburst. Warte. Vorhin DK, du hättest hier, Was heißt der denn? Hier, John, so hart bumpen können vorhin. War das 100 Meter? 100 Meter! Nicht wann? Vorhin! Als er gegen mich gekämpft hat, wo es 1-1 stand. Und dann warst du in der Ecke die ganze Zeit. Und er, und DK, also 100 Meter, und er hätte dich so hart. Einfach. Auch wo er dann Thunderbug gemacht hat, hat er auch Purple Cancel. Ach du, das macht er immer. Also ich hab ihn halt so öfters in die Ohr gebrüllt. Junge, mach kein Thunderbug oder Neutral. Happy Birthday, Master Zangief. Stimmt, heute hat Zangief Geburtstag. Ist ja ein Projektiv, muss ja respekten. Ich hasse es, wenn mein Schiff runterfällt. Tenchi! Oh! Ach, da war ja, der Tenchi ist gar nicht Raphael. Ja. Ich dachte, das war Raphael. Mankind knew that they cannot change society. Ja, der ist offline. Seit über eine Stunde. Wie gesagt. Wo bleibt dieser Hosenpiss, Junge? Isla hat auch heute Geburtstag, wie Zangief, geil. Ja, who cares? Das ist ja Zufall, Leute. Jo. Und egal, ich mach's. Kann man nicht verstecken. Ich weiß, vielleicht ein bisschen Favor für Armin. Und ein bisschen. Oh mein Gott, Alter, ich höre jetzt der Random Sound Effects von Angie Mito. Ich hab Soundmods da drin. Der ist einfach Michael Jackson. Hehe. Oh. Sei! Das geht so weit, okay? Ja. Ja. Einmal schon, ne? Achso, an alle an euch, mein Tornado, den ich mache, ihr respektiert ihn zu sehr. Der Tornado ist Bullshit. Achso, okay. Fake as fuck.
42 Startup Frame. Uncharged oder charged? Charged. Und was ist uncharged? 17. Oder 23. 17 oder 23. Ich glaube 17. Das geht doch. Aber wie gesagt, ihr könnt da, hier Kai zum Beispiel kann da einfach Fast Slash durchschlagen. Oh nein, Kiryu! Das Ding hat ja keine, Hitbox. Hitbox. Ja doch, also das Hitten tut es schon im Körper, aber keine Gegenstimme. Weil Vorbereitung. So. Okay, dieses Warten ist ganz praktisch, weil dann kann ich nebenbei nämlich essen. Ja, dein Setup. Wie bitte? Dein Setup. Was ist mit meinem Setup? Hier dein Tornado, ja. Ja, ihr DP-Charaktere könnt auch einfach rein DP'en. Ich würde ja einen Long Bubble nehmen. Ne? Fox Slash. Nee, Fox Slash. Also, ich meine, wenn ich den als Oki mache. Als OTG meine ich. Alter, nach diesem Game merkt man wirklich, dass er angerostet ist. Kay, du hast null Abwechslung. Null. Sag mir nichts. Sag mir nichts. Pretty witty. Ah, da ist er wieder, der Krieg. Totsuke Ki! Vielen Dank, mein Schatzilanchen. Schmeckt vorsichtlich. Außer dass er das ist. Wieso? Hab ich schon gesehen. Ich habe letztens den besten Mage-Spieler Europas 3-0 besiegt im Turnier. Der Strage bitte in der letzten Runde. Wer war das? Zidin. Wer? Zidin. Also mit Z. Zidin. Zidin. Keine Ahnung. War der... 2500 Level Mage. Nein. Ist der ein 8 Server? Nein, das ist kein Deutscher. Franzose. Oh lol. Eieiei. Und in der letzten Runde hat er Controller weggelegt. Ja, nicht alle sind frustresistent gegen Axel. Ja, mein Problem halt bei meinem Gameplay ist das Staying In. Das Getting In ist zwar einfach zu verstehen, aber das Staying In ist bei mir ein Problem. Redet einer und das ist aber brutal leise, wer ist das? Jo, hab ich dich! Aus nichts! Wer? Und auch nichts! Scheiße! Wer? Und auch nichts! Scheiße! Guter Wall Assault! Ich hab auch noch guter Wall Assault! Scorpion ist die ganze Zeit bei mir Dauersturm? So. Die Käse. Ja, ja, so. Hol mir was zu trinken. Komm gleich. Jo, mach das. Genau. Hier ist einer an der Party, der gar nicht hier im Lobby ist. Ach, das ist mein Account, weil. Ach so. Mikrofon. Ach so, das ist mein zweiter Account, der Shippuden. Das ist, ja. Deswegen Mikrofon, ja. Damit ich mich nicht so blechern anhöre. Oh man.
Free again. Habt ihr mich übersprungen, oder? Ja, genau so will ich das sehen, DK. Genau so. Oh. Was ist mit mir los, Junge? Ich bin eingeschlafen. Jetzt turtelst du? What is this? Ich will mich nicht enttäuschen. Oh, nice DP. Oh. Ah, fuck, ich hätte weit. Nee, bad wenn choice. Er richtig gut, wenn er richtig gut blockt und du kommst nicht durch, drück einfach mal zwischendurch nach dem Close S, die Dust-Taste. Einfach nur da, einmal wollte mal antatschen. Wollte ich kurz machen, aber... Gott, bin ich lahm. Nein, gibt's die. Nee, das ist nothing. That is. Oh. Nothing! So, jetzt kam mir kein. Denk dran, du hast eine super starke Super, die komplette. Nein, hat einen Burst! Du greifst. Scheiße, ich bin weg. Komm wieder deine Runde, DK. Jetzt gewinnen müssen. Zu 1 gar gewinnen müssen. Bei so einem Magic Ball kannst du deine Super reinballern. Bin mir manchmal nicht sicher, ob er dann auf einmal, wie heißt er? Einfach austesten. Ground Viper macht. Das wird er nicht respektieren. Das wird er nicht. Das Problem ist, wenn du Kai die Füße wegnimmst, dann ist vorbei. Das ist das Problem. Dieser Vakuum-Effekt. Ich hasse diesen Vakuum-Effekt. Ach, scheiße. Hm, schon wieder? So, schon wieder kein Match? Naja. Ihr Rematch zu schnell! Der arme Telfun, der kann nicht gucken! Mann! Da muss so Jokio oder Mindstreams anschauen. Und hier, habe ich, Teach Me drin. Teach Me. Ich brauche Teach Me. Und bei den anderen, bei PC habe ich, wenn du gewinnst, Only Luck, crazy. Ah, okay. Ach so. Oh, der Bounce. Den Bounce gut genutzt, ja. Wie er blockt, das ist geil. Ja, Hans. Perfekt sogar. Warum bist du mal so... Perfekt. Das ist, was ich dir vorhin erzählt habe, Schatzi. So gut, Satz. Pass dir mal. Alkohol. Aber wahrscheinlich gegen Soul oder. Ganz schön extrem dann immer. Oder hier, wie heißt er? Slayer? Mich würde interessieren, wieso? Ja, schon seltsam. Das verwirrt mich. Was?
Ja, ja. Im Gestein kannst du dir sonst rumstecken. Doch, umschlagen. Und sagt jeden Tag, sie hasst mich. Ich glaube, ich kenne Kinder, Leute, ich sag so. Ja, ich stehe gerade vor Küchen. Ich darf ja mal zugucken. Ich darf mal zugucken. Wahnsinn, Leute. Ich immer aus, das werde ich immer ausgeschlossen. Oh mein Gott. Oh, man kann ihn da dazwischen bekommen, okay. Lustig. Angie Spin ist schon strong, aber du kannst auch nach Angie Spin. Ach, na, Angie Spin sag ich schon. Sein Overhead kannst du grabben. Sein Grab natürlich. Okay, ist das so, ist er so langsam? In manchen Sachen? Oder ist die Animation nur sehr lang? Die ist sehr lang, aber darauf reacten ist schon. Auch eine Sache. Da musst du schon. Ich schaff das mit meinem Alter nicht mehr. Selten. Naja, ja, kommt auf den Charakter. Dann kommen 17-Jährige, dann kommen 17-Jährige und meinen so, ah, easy Red Pill. Ja klar. Am Arsch. Alle unsere Top-Player auf unserem Dachserver. Mhm. Sind alle 17, 17, 16. Wir gewinnen jedes Turnier. Jedes. Ah, ja, so ist richtig. Da wird die Reaktion gut noch gut genutzt, ne? Das ist crazy. Die sind ja 14, 14, 13 gewesen, als das Spiel rausgekommen ist. Tja. Das sind die Top-Player, das ist unglaublich. Tja. Sag ja, die jugendliche Reaktion noch gut genutzt. Crazy. Weil, warst du letzte auch? Meine, ja, ja. Ab und an denke ich mir so, es fühlt sich nicht so an, dass ich so heftig Reaktion verloren habe, aber anscheinend ja dann doch. Also gerade eben mit dem Risk, wenn da die Kombo getroffen hätte, dann wäre May auf jeden Fall zu viel. Ach komm, ah, das war scheiße. Oh, wow. Damage. Noch gut aufgefangen. Oh. Das war schlecht. Oh Mann, ey. Das Fleisch ist sehr gut. Davon noch mehr? Oh Mann. Oh Mann. Ich hab dich auch lieb, Josi. Nee, ich hab dich mehr lieb. Bist du das? Oh, komm ab! Wollte ich gar nicht machen. Oh Gott! Was mit mir los, Junge? Hast du nachgelassen ein bisschen? What? What? Nee, ich bin... Hey, ich bin geschlafen. Sie, oh. What? Ich bin niedlich. Nee, ich bin geschlafen, weißt du. Okay, wie machen wir jetzt weiter? Jetzt muss Speedy überleben, ne? Ja. Ja, jetzt muss Speedy überleben. Jetzt muss Speedy überleben. Speed ist der King, okay. Okay. Oh. John, das heißt, das gibt richtig 3 Tage harte Schützen mit mir, ne? Für die ja. Oh Mann! Junge, du musst lachen, weil du nicht gecoacht bist, Junge. Alter, ich hasse Koffein, Junge. Ich hasse Koffein. Ja. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, vor mir steht so eine 1,5 Liter Cola da. Ich trinke es nur, um wach zu werden. Was macht das? Ich werd müde. Geht es euch auch so, wenn ihr Koffein euch zuwählt? Das habe ich manchmal mit Energy Drinks. Davon müde werden. Alter.
Alter, Verchetti, if you're watching it, coffeins are bullshit. Schade, nice block des Overheads, aber leider nicht draus gemacht. Ey, vielleicht. Ich sollte vielleicht einfach zum Gym gehen und einfach Green Tea trinken. Geh doch auf du. Hier, Tenchi. Gut, dass du es sagst. Nee, kein Too Strong, weil da fehlt was. Oh! Kann nicht mehr grabben. Ist schnell! Ist schnell! Mir Slash ist schnell! Scheiße, ich hab mein Ding verloren. Das weißt du. Was wir als weißen müssen hier. Wir spielen schon lange miteinander. Oh, triffst noch mal, ja. Oh, guter DP. Nee, das ist kein Slash. Ah. Wo bleibt denn Roman Cancel? Das wäre verschwendet. Junge, du hättest die Wand bekommen können. Pass auf. Hallo! Ja, und wenn du dann jetzt noch Wilders Hold machst, kriegst du noch einen Hard Knock bekommen. Ach komm, ich hab gedrückt schon. Wie komm? Oh. Wie komm? Was hast du gedrückt? Ich hab nichts gesehen. Ich hab's ja aufgemacht, so dauernd. Ja, hast du. Das ist richtig. Du hast aufgemacht. Du hast aufgemacht, das ist richtig. Ich verstehe schon, was ich meine, oder? Ja, ja. Manchmal funktioniert es nicht, wie ich sonst... Ich habe früher immer so gespielt, das hat immer geklappt. Ja, das Ding ist, du musst ruhiger spielen als in Street Fighter 6. Das ist Unterschied, wie Tag und Nacht. Street Fighter 6 ist schneller als das Spiel. Kann man fast gar nicht glauben. Doch, ist aber so. Jetzt nicht vom... Nicht jetzt vom Kampfdynamik her, sondern von der Steuerung. Ja? Dem hier ist der Mensch. Man schließt doch nicht, die Tür, wenn man nicht zugeht, Mann. Ja, aber sagt man ihm doch. Oh Gott. Das geht gar nicht, okay? Doch, aber nicht Roundstart. Ah, okay. Oh, ich komm da nicht raus. Ich bin zu blöd dafür. Ich bin zu blöd dafür! Ah, da kommt noch der Scheiß. Ah. Ja, da kannst du Druck machen. Nee, blöd Druck gemacht. Weil ich hasse es, wenn irgendeiner da sitzt und mich verhungern lässt. Oh, Patience. Patience is not my strongest suit. Oh, blöd geblockt. Wie geht der? Bei Gürtel-Gear ist es schon schwieriger, das stimmt ja. Ja. Eigentlich tust du bei Gürtel-Gear eigentlich immer ballern, aber in Zweifel ist es ein bisschen anders. Oh, immer diese... Nee, da komme ich nicht zwischen. Bin zu blöd. Ich bin zu blöd. Bin zu blöd, da ranzukommen. Bin zu doof für Axel, Mann! Ah. Bin zu doof. Ich kann gerade nicht. Wenn ich meine Runde hier gleich fertig habe, dann kann ich machen. Ihr müsst halt gegen die Tür drücken und dann den Schlüssel halt drehen. Warum? Warum? Oh. Ja, der Freund von meiner Tochter hat sich im Badezimmer eingesperrt und kommt dann nicht mehr. Oh, okay. Hey, Postcard, what's up? It's finally Slayer time! Da muss ich vloggen, Mensch! Ihr macht's aber auch nicht selber. Iron Hell, was mit Ramblefall? Oh, bitte nicht. Dann wird es auch so. Nach der Runde wäre es dann jetzt noch gut. I recently got a message for my run for Raiden 2 got verified. Hm.
Für die, die es hier noch nicht wissen, ich bin Speedrunner geworden. Ja, aber also ein altes Spiel ist das gewesen. Ja, genau gesagt, Shoot'em Ups. Genau, ja. Also willst du jetzt Schmaps? 2DX und... Willst du jetzt Schmaps, ja, Speedrun und hast du vor auf der, wie heißt das nochmal, GDC, ja, Games Done Quick machen? Dauert noch 3 Minuten. Nee, speedrun.com. Achso, du machst das nur privat, also du willst jetzt nicht auf GDC. Es gibt... Ja, mach das, mach das. Dann komm wieder zur Mitte. Hast du jetzt die Möglichkeit, oder? Ich kurz beschäftigen. Kannst du so doll drücken, Schatz? Also du machst nur, Records auf. Was? Du, also du machst nur Rekorde. Ja. Und, ist Tenshi auf unserem Server? Nee, ich hätte ein paar Leute, die einen Coach machen, was Angie angeht. Mehr Lust, ey, seid ihr alle schockiert, dass ich von meinem Active Player gecoacht wurde? Nö. Naja, ja, anyway, wo war ich? Achso, Ich bin zwar nicht der beste Player, aber ich bin ein guter Coach. Ja, that's the point. Bosscats, bring dir halt so viel bei wie Spike und Vi und dann theoretisch, wenn dein Charakter richtig krass spezifisch wird, dann leite ich dich halt an Leute weiter, wo ich weiß, die spielen Main den. Ganz einfach. Perfect. Yeah, Bosscat, I'm really killing it because I. Hab ich's geschafft? I got motivated for that, so. Yeah, it's only on perfect victories. Wo war ich nochmal? Achso. Why are you talking English? What's wrong with you? Ich streame und da schreibt mich jemand von LA an. Ja, hast mal mit. Dass die Leute aus der USA oder sonst mal anschreiben. Ich hatte mal sogar Mexikaner. Ja. Das war bei. Bei SNK-Spielen kommt die ganz oft vor. Friss das. Junge, Meter Management, das gibt's doch nicht. Südamerikaner. DP? Ne, DP? He know the shit. Bin in seinem Kopf. Bin in seinem Kopf. Oh, what? Ja. Oh, what? Ja? Gewifft. Das war richtig. Aber krass. What the fuck, ey? Niemals verschneit. Oh, shit. Oh. Patient. Oh, what? No. Jetzt hätte ich richtig gekocht. Einmal dieses richtig blocken nach dem, das ist schwierig. Ah, stimmt ja. Also das allererste, was man sein muss gegen Exo Low, frustresistent. Wenn nicht, dann lass es. Nein! What the fuck? Ja, it's what the fuck was that? That's my point. It's my round. My room! Wow. Hey, der hat guten. Der hat einen guten Poke. Verdammt. Ich hasse diesen Side-Switch, Junge. I love it. Eat my grabs. I hate I'm it. I'm a grabber. I'm a fucking grabbler. I read it! No! Session. You know, in this moment, he fucked up. What the fuck? Heftig. I hate it! So, muss er wieder abgeben? Oder BD? Ne, jetzt ist BD. Jetzt BD. Ja, BD noch. Erstmal gegen BD. BD! Und wenn der gewinnen sollte, muss er aussetzen.
Schmeiß deinen Anker! Schmeiß den Anker, genau. Ach, Killerwall. Ja, für den William. Ah, das ist schwer. Oh. God, I hate myself. Eben gerade als Typhoon das 3 Tage gedünstet erwähnt hat, hat sich einfach so angehört, als würde er sagen, Junge, für jede Niederlage gibt es 10 Liegestütze und das geht immer so weiter, bis du auf 100 kommst. Ich hatte auch zuerst überlegt, sowas zu sagen, aber das kann ich nicht kontrollieren. Hättest du wirklich machen sollen, hättest du wirklich machen sollen. Ah, oh, scheiße. Für alle, ihr könnt hier reinjumpen und mich töten, ne? Ihr müsst es halt nur fallen. Aha, okay. Wenn ich hab ja nicht viele Blocks drin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das 10. Ah, was hab ich getan? Ah, kann ich euch nicht zeigen, mehr, leider. Außer Beast tötet mich jetzt. Ah! Thank you, Bosscat. Aber wirklich, der hat einen guten Kick. Guten Low Kick hat er. Ich glaube. Angeblich den besten im Spiel. Warte. Nicht mit Giovanna? Giovanna hat doch auch einen ganz weiten. Typhoon muss aussetzen. Tofern. Ich muss aussetzen. Hä, ich bin doch noch lange nicht durch gewesen. Doch, du warst durch. Du hast alle weggewischt. Zack, zack, okay, zack. Okay, wir haben einen Glubschi. Ihr habt Zahlen, nicht Glubschi. Ich hoffe. Ach so. Ja, das ist so eine Sache, was Iron Hill jedes Mal sagt. Das kommt von uns ein. Ach so. Das kommt von uns, wir haben das irgendwie eingebürgert. Heißt du Glubschi? Weil es ein Auge ist, ja. Der scheiß Introvert, wir haben keine Zeit. Okay, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, wir haben kein Bett und alles. Wie gut bist du mit Ram, Iron Hell? Hast du ihre Combo? Iron Hell antwortet ihn. Ey, wisst ihr, dass ich jetzt der Weltrekord-Hälter bin für Raiden DX? Wow, das ist gut. Ja, also, weil... Ist er jetzt rausgekommen aus der Toilette? Also, ich hab doch einen Link zu unserem WhatsApp-Gruppe eingesendet. Das geht über... Also das ist von speedrun.com und da könnt ihr den Leaderboard sehen. Und von den ganzen Editionen, die haben alle Arcade und PS2 Edition gespielt. Und okay. ich hab einen PS1 Emulator, thank God. Hm. Und ja, ich hab jeden Kategorie die schnellste Zeit gehabt. Da wird das wird anerkannt, okay. Das ist gut. Ja. Okay. Anji Mido. Angie. War das nicht so ein Problem, dass Angie irgendwie ein bisschen so hinten rausgefallen ist? Als Charakter? Nein, Mann. Alles, was ich hier spielt, sind Top-Tier-Charaktere. Ja, Angie hat doch irgendwie am Anfang irgendwas gefehlt, damit die Respekt nehmen. Der ist jetzt so, also die die sind alle so hart gebufft worden, die Leute. Das ist nicht mehr normal. Durch diesen Reis. Das ist auch true. Biken. Als ich vorhin Biken gesehen habe, dachte ich auch so, warum? Warum? Biken ist underrated Character, spielt keinen Schwanz, aber das ist auch, die ist richtig so. Warte einfach nur, bis Raphael endlich reinkommt. Warte einfach nur, bis Raphael endlich reinkommt und dann, Oh, wait. Da war ja was. Shit. Nice. Schön fit. Happy Chaos, Johnny und vielleicht auch Slayer. Weil ja, aber sein Happy Chaos bummt sich easy, weil ich Happy Chaos Match ab 300.000 Matches habe. Ja, Happy Chaos, wirklich ein horrible Character. Ziemlich strong Happy Chaos. Ja,
Happy Chaos, meine Güte. Der Evo, der letztes Jahr der Evo gewonnen, ne? 2 Jahre hintereinander. Ich frag mich, wer die letzte Evo, letzte Arc hat Nago gewonnen. Also Arc Evo. Und Leo Whitefang. Tempest New York und Varric. Varric ist Nago und Tempest New York. Okay. Aber verfolgt, die Matches habe ich leider nicht alle. Ich habe nur gesehen, wer gewonnen hat. Keine Time, so. Ja, der Familienvater kann ja nicht alles gucken. Ich spiele ja, wenn überhaupt, einmal im Monat ein Weekly. Und jetzt heute, endlich bin ich mal dabei. Seit 1000 Jahren Weekly. Fight Night. Und nie bin ich, darf ich da mitmachen. Ja, da, also ich war ja der Anlaufstelle für sowas, ne? Das letzte Mal, als ich gefragt wurde, war Silvester. Und Silvester war ich bei Freunden. Oh, stimmt. Da hat Beat'em Up Master mich ja angeschrieben auch. Ja, das stimmt. Aber da war ich leider, da war ich verplant. Ja, und dann vor 1-2 Monaten, ne? Alright, here we go again. Die Wetten gehen auf. Okay, du hast all mein Money. Du wirst jetzt hier. Wieso hast du so viel Vertrauen in mir? Mein Gott! Das ist schon mal gewonnen. Ja. Kannst du los? Ich habe eine gute Runde gehabt. 2, 3. Dein Fastlash, der ist so strong. Wirkt es aus. Na, wo war die Combo? Red Roman. Und keep away. I kick damage. That was my life. Ich kick Tekken 7 egal, vibes. Egal. What the fuck? Hat Knockdown gemacht. Oh, jetzt hast du ihn. Nee, nicht ganz. Special! Ja, nee. Da hast du echt deine Supermesh gehört. 100 Meter sterben ist schon drauf. Also die Super, die mit den, Udin auf Walls plättest. Scheiße. Ich wusste, dass du unten gehst. Ja. Kann ich nicht sein. Oh. So die Team-Man. Ach so, Kai Kiske auch sehr gut in One-Up. Ja, genau. Spring! Nice! Ich bin wieder am Trollen! My brain! Mein Money! Ich sag doch, setz doch nicht auf mich! Mein Gott! Wie soll ich das wieder reinkriegen? Oh mein Gott! Ich bin alt und verbraucht hier, gefühlt. Ich bin der Älteste, ja, also beruhigt euch mal. Ich 37. Ich werde 35. Nein, also. Ich werde 34. What? 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 Du bist nicht der Älteste, so. Bom. So. Scheiße. Ich fühle mich auch der Älteste. Ich Daddy bin. Aber trotzdem, ist besser. Jetzt gut. Es gab letztens irgendwo das Thema im Fighting Game, ab wann zählt man als Rentner? Ab 21. Nein! Doch. Let's What? Fucking install! Woo! Genauso auch, wenn ich so auf den Offline-Turnieren bin. Street Fighter und Tekken spielen nur Rentner. Alle ab 30. Okay. Shit. Du siehst niemanden von den jungen Kunden Street Fighter oder Tekken spielen. Die Ausnahme natürlich, ne? Aber die Ausnahme. Ja, das ist aber vollkommen wichtig. Oh. Das ist nicht gut. Uiuiui, niemals Armor Stance gegen mich machen. Niemals Armor Stance gegen mich machen. Mach ich das. Schade, ich hätte gern gegen den Leo gefightet. Streng ich mir ein bisschen mehr an mit dem Upmaster.
Muss mich wieder anstrengen, Leute. Oh, wäre schön, wenn der Letztstehende sagt, ob er steht. Wäre auch schön, wenn der Letztstehende mal sagt, ob er steht, weil wir sehen ihn nicht. Er hat, stand. Also ich habe gesehen, dass er stand. Okay, gut. Ich habe zu schnell Rematch gemacht diesmal. Ja, ich glaube, wenn er nicht, sobald er eine Zahl hat, dann ist er dabei. Ja, dann ist es safe. Ja, da geht's. Ja, wir haben es noch mitgekriegt. Autsch. Das schmeckt mir. Na, wohl praktisch. Das schmeckt mir auch. Kein Combo hier, das kann. Also was ich eigentlich noch nachholen müsste, wäre die Evo Japan Strive Dings, weil ich habe nur Tekken und Street Fighter mir angeguckt. Ich wollte gerade sagen, das trifft nicht. Ich hab geblockt. Naja, das ist überhaupt kollidiert. Oh. Rap gemasht. Oh shit. Ja, ich hab gemasht. Oh shit, oh shit. Bist du ein Iron Flame? Ah, zu low 6P. Nein. Scheiße. Erstmal gucken, komm ich ran? Scheiße, nein, und dann boom. Kacke. Man hört so ein bisschen den Kazuya hier raus, Leute. Ah, der alte Kazuya, ja. Ein bisschen hört man das. Fuck. Nein! Lated. Und der macht das schon auch seit über... Oh, wie lange macht er das? Seit über... 30 Jahren? Nee, okay. der spricht ihn ja seit XX. Spricht er ihn. Achso, nicht sein Essen, sein? Nee, mehr in den ersten... Also, XX normal noch, da spricht ihn Daisuke selbst. Wie hat das gewürft? Erst ab nur zum Teil, ne? Habe ich gedacht. Nee. Was? Er hat ihn komplett. Ich fass einfach nicht. Ich möchte Voltex machen, auf einmal macht er ganz mal einen Slash. Digga. Das gibt's doch nicht. Ich hab doch die ganze Zeit ein Ohr frei, Mann. Was soll ich noch machen? Aha, wie kannst du da mit mir reden? Ich hab immer Ohren die ganze Zeit hier. Ich darf mich ja nicht aufs Game konzentrieren. Das ist genauso auch hier Offline-Tournament. Jetzt als das. Wann war ich da? Vor 2 Wochen? In Hamburg. Und ein Kumpel Joko, auch aus dem Server, der meint so, ich hole mir jetzt heute die Rache so von Berlin. In Berlin habe ich ihn auch. 3-2 habe ich ihn kaputt gemacht, rausgekickt. Okay. Und dann meint er so, er holt jetzt die Rache so. Weil er mich halt online ein paar Mal gebombt hat. Meinte ich auch so, nee, schaffst du nicht. Dann habe ich ihn 3-0 gemacht. Wow! Du kleiner Wichser, dein Offline-Buff ist einfach zu krass. What a halt, history. Offline bin ich halt noch stronger als online, weil ich halt. Ja, offline das ist richtig true. Game. Weil ich halt nicht. Ich bin zu Hause, bin ich immer. Ich habe immer ein Ohr für mein Fräuchchen, mein Kind. Ich kann keine Ruhe. Kann ich nicht haben. Und das ist halt Bullshit. Und das habe ich offline ja gar, also wenn ich auf dem Turnier bin, gar nicht. Ja. Also, dann, ja, niemand, Cem, der mich abfassen oder stören kann. Day in a life from a family father. Ja, so ungefähr. Damn. Blocken, Junge, blocken. Deine Defense ist... Poor Typhoon. Los, Angriff! Eine... Letzte Biss machen müssen. Naja. Das hat kein Invincibility Frames, aber egal. Das andere. Wusstet ihr, dass okay, bis auf
Typhoon. Wusste ihr, dass Remnathal einer der meistgehassten Super Size Season 1 hatte? Ja. Ja, ich weiß, wo sie selbst, die Schwerter müssen nicht mal dabei sein. Dieser Up-Slash, ne? Also dieser Up, also wo die beiden Dinger schießen, ja. Achso, der Ramp-Player benutzt ihren neuen Move, der ist super strong. Ach, das mit diesem Stein da, ne? Ja, der ist super plus auch. Orbit! Der war mal Plus, haben sie aber genervt. Ist nicht mehr Plus. Mein einziger Plus-Move ist Rainwater. Danke. Und dein Frame-Perfect Projector, ne? Ja, wenn ich ein Delay, ja. Das hier. Und wenn jetzt kommt, dann plus 10. Vor allem ist das so, ist doch ein kleiner Visual-Effekt, ne? Mhm. Aber wie gesagt, diese mein Ransom, also dieses Schießen, wenn ihr rechtzeitig früh genug losdasht, okay, könnt ihr mich. Kriegen wir dich. Ja, ne? Okay. Ja, dann könnt ihr mich killen. Dann ist over. Da muss man erstmal drauf kommen. Genauso auch. Ja, mein Command Grab, ne, das auch, bin ich auch immer tot, wenn ich den Wolf. Command Grab, wie war der nochmal? Was macht der da? Sichel die Pistole. Ach, der, ja. Oh, da muss man. Ja, aber ich bin. Nee. Hey. Scheiße. Oh, wieso ist hier kein Hype im Chat, wenn die Kombos kommen, yo? Was ist da los? Ich mach die krassen Scheiße, keiner sagt was. Weißt du, wie schwer das ist? Sorry! Ich sag ja nichts dazu, ne? Ich sag ja nichts dazu, weil ich das Ganze schon kenne, ne? Nur halt das gar nicht erst executed habe. Eigentlich fühle ich aktuell auch was Neues, was ich in meine Muscle-Memory reinkriegen muss, aber ich komme dazu einfach nicht. Hey, ich bin zu blöd. Ich bin zu blöd für dich. Ah, scheiße. Ach, Kacke. Oh Mann, ey. Schlaf gut, sagt er. Ich bin so langsam. Mitte nach. Ich reagiere so langsam. Ah, da hätte ich einmal was reindrücken können. Ja. Wollte ich auch und ich so, oh, das ist doch viel zu spät, du bist schon aus dem. Das Leo-Matchup kenne ich auch ziemlich gut, da ich den Best einfach. Besten, aber einer der besten. Als Trainer. Das heißt Trainer. Ich hab den eigentlich als Teamkollegen gehabt in einem 3 gegen 3 und habe extrem viele Matches gegen ihn gespielt. Und dadurch kenne ich das Matchup auch ziemlich gut. Wenn ich es nicht verkacke, dann kann ich es auch gewinnen, aber eigentlich ist es auch Favor für fucking Leo. Das einzige Matchup, was für Axe Favor ist, ist Asuka. Okay. Weil der auch auf Fernkampf gehen kann, oder wie? Weil ich alle seine Projectiles einfach kaputt machen kann. Achso. Egal mit welchem Normal ich hab, deswegen. Und auch mein Tornados hat super strong. Damit gegen Asuka, das ist halt. Aber wenn die Askas halt unnormal stark sind, dann ist halt auch trotzdem schwer, ne? Habe dich! Token! Ach! Das ist so schnell, das Zeug! Ich würde halt nicht Fullscreen irgendwas mashen, yo!
Jo, muss aussetzen. Nee, da sind einfach weiteren. Hm, wen meinst du? So, bin kurz weg. Ach so, ja. Ja, Entschuldigung. Oh mein Gott, warum hast du die Stage ausgewählt? Denk an unsere Rollback-Frames! Wieso hat mein Stat K gewifft? Ah ja, genau dieser Super hier. Ja, ich weiß. Den kann sie auch machen, wenn die Schwerter nicht drin stecken. Völlig weird. Nee, das ist eine der meistbenutzten Wake-Up-Options. Oh, den kann sie auch sehr schnell machen, das ist richtig, ja. Auch wenn der Super richtig langsam ist. Ja. Guter Burst. Alter! Endlich. Nur das Problem ist, wir haben jetzt Summer und nicht Christmas. Ich meine Christmas. Aber trotzdem, warum bringt Slayer dann keine Summer Dings? Hä? Hat er seinen neuen Job oder was? Ja, ich und meine falschen Roman Cancels. Keine Energie mehr, ja, das ist ein Problem. Feuer und Flamme. Was mit mir falsch, Junge? Was mit mir einfach nur falsch, ey? Hä, John? Bist du schon durch? Nee, ne? Nee. Ich hab bisher nur zwei Kämpfe gemacht. Ja? Ja! Irgendwie kommt mir das kurz vor. Irgendwie, war keine Ahnung. Ja, weil ich ihn auch schnell besiegt hab. Ich und meine TPs. Ah, nicht TP, nicht bursten, nicht. Die meisten Leute, die nämlich diese Duster zurück, können ihre Kombo. Dann ein Burst zu verschwenden ist schon. Er wurde gecoacht nochmal! Junge! Dass er das kann, davon gehe ich davon aus. Nee, das haben wir nicht genug. Sehr gut. Theoretisch haben wir gar nichts nicht. Ich habe ihm nur Hausaufgaben gegeben. Das reicht aus. Oh.
Digga, aber wie reich musst du denn sein? Er zieht dir unten ein noch teures Haus. Du kaufst dir ein eigenes Haus, um dir jetzt eins zu bauen. Ah, ich wusste jetzt nicht, welche Seite du stehst. Dieser Bitch. Ja. Puh! Das war richtig risky, da was du da gemacht hast, okay. Aber muss man machen, muss man machen. Ah! Ah! Er wird nervös. What? Das geht so schnell? Nein, nein! Als ob ich nur nach einem Whiff verloren habe! Okay. Oh, John. Oh. Das gibt es nicht. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass das der Stand-K getroffen hat. Das bin ich mir total sicher, ey. Das könnt ihr mir nicht sagen. Ich sag nix. Das gibt Gespräche. Ich werd dich so anschreien. Gut, dass ich kein Coach hab. Oh mein Gott. Mach das bitte jetzt, Junge. Mach das bitte jetzt. Oh no. Jetzt kommt er wieder. Potato. Oh, ja, der Anfang alle kaputt gemacht hat, aber der ist nicht passiert. Soll ich euch mal was richtig Trauriges erzählen? Mhm. In Hamburg, das Turnier. Nee, Potemkin hat mich rausgekickt aus dem Turnier. Oh. Deswegen bin ich nur Fünfter geworden. Alter, ja. Relativ gut mit ihm. Ich hab halt zu spät gecheckt, dass mein Gegner auch ein Boomer ist und auch keine Reactions hat. Das hab ich halt zu spät gecheckt. Dann hätte ich ihn mir noch holen können. Aber ich war halt scheiße. Aber egal, 5 davon, 16 Leute finde ich doch ganz gut. Man kennt gut das, tatsächlich Dritter werden. War realistisch. Gegen Chang hätte ich niemals gewinnen können mit seiner Bike, das ist halt. Er selber hat auch gesagt, Axel gegen Bike. Keine Chance. Hallo? Hallo? Oh no, okay. Zu langsam! Mach mal, Junge. Ich sag echt. DK, hier, Kai Kiske ist so broken, ey, fuck. Jo, oh, schmeckt sehr gut. Ja, dann guten Hunger. Ja, guten Hunger. Es gibt eine Sache, die DK nicht macht, die man ihm eigentlich auch beibringen müsste, wäre er noch stronger in der Ecke. Diesen Druck halten mit dem, wo er in den Fast Jump geht und dann diese Blitze auf seine Hand macht. Ach so. Wo er noch mehr Schuss, also so auch so. Oh, hat mich! Ja. Der hat. Ja, sehr gut. Der hat Block Pressure, oh. Nicht im Kopf. Oh. Bin ich so gut wie am Anfang, ja? Ich bin auch nicht so gut! Und ich umso weniger, Junge! Ich umso weniger! Du bist gecoacht, du hast keine Entschuldigung. Junge! Richtig! Ey, trotzdem mache ich hier den individuellen Fehler, wo mein Coach sagt, ey, das gibt ein Gespräch, Junge! That's your problem. Not mine. Junge, ich time mein Stand-K! Ich time mein Stand-K und es whifft! Ja, jetzt kriege ich... Nee, jetzt musst du die Wut an dir ablassen. Naja, das Problem ist, wenn ich wüsste, wie ich da nochmal rangekommen bin. Aber einfach walken. Wie einfach machen? Wie? Das geht doch. Nee, geht nicht, weil er Burst hat. Ja, also auch. Hey, schreib mal jetzt. Nee, das ist er nicht. Nee. Da muss ich dich enttäuschen, Tenji. Day schreibt Shake My Head. Hä? Day ist im Chat? Oh, Yamato! Ja, Day ist im Chat. Hey, Day.
Nein, ich wollte doch... Oh, ich habe schon wieder verwechselt den scheiß Knopf, Mann! Ich hasse es. Ich wollte Wilders holen. Danke. Oh, Rudi, Prost auf euch alle. Auch dabei. Wieso ist das ein Burst? Sechs Leute, oder was? Also wirklich, Boah, sorry. Wieso legt man Wilders Hold auf das, wenn es ein Burst-Fähigkeit ist? What the fuck? Sorry. Das verwirrt mich. Das, das tippt mich? Doch. Willkommen ja. zurück, mein Schatz. Hä? Nee, an sich springst du da drüber. An sich springst du da drüber. Aber die Hurtbox ist groß, oder was? Du warst einfach zu spät. Hä? Zu früh aber dann, ich, oder? Aber ich war doch schon. Ich war schon im Faltex-Tier-Animation. Deswegen. Ja, eigentlich springst du aber drüber. Eigentlich springst du drüber. Also, das ist nicht er. Also, von der Ark ist nicht er. Okay. Willkommen zurück, Schatzilänchen. Ja. Ihr müsst auch schon immer OK drücken, wenn ihr irgendwas wechselt. Das macht ihr irgendwie, machen die Leute mal nicht. Ich meine, die verwechseln gerade offline mit online. Ne? Weil überall bei. Sie ist auch ein guter Einstiegscharakter. Und auch nachdem ich diese zwei Coach-Sessions mit Typhoon hatte, ne? Ich hatte da trotzdem 50% Giovanna gesehen. Oh, hey, Papa. Das hat nicht so schönes Spiel scheinbar. Naja, wie gesagt, sie gilt als Einstiegscharakter. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht mehr, aber. Na gut, alle Dinge sind drei, sagen wir immer. Axel Bobo Nummer 3. Aber John, ich hab dir ja schon die Story erzählt, dass mich ein Giovanna. Spieler rausgekickt hat. Das war noch bei dem Turnier. Ich wollte unbedingt da dabei sein. Turnier, welches? Ja, wo ich dabei war, doch Typhoon. Achso, ja, das war aber auch Pixel. Pixel ist schon ein Spiel. Hier habe ich ein bisschen mehr gemacht, oder? Einmal. Bei so gut. Naja, komm, 2-1. Danke. Komm, ich habe einen Kampf gut gewonnen. Ist mir egal. Ich meine, Sieg kann mir keiner nehmen, aber dass ich gegen Bidi verloren habe, da einmal dieser Wake-up, da war ich so perplex, da dachte ich so, na. Tut mir immer noch eine weh. Oh shit, okay. So, jetzt gibt's okay. Schelle, jetzt gibt's Schelle. Links, rechts. Jetzt gibt's Schelle, Meter Management, ich hasse es. Leck mich den. Keine Gnade, bei John. Keine Gnade. Das ist, was ich auch erwarte. Kein Dings. Hast du kein One Vision gemacht? Ich nee. Machst du jedes Mal nach dem Grab ja deinen One Vision? Nee. So, noch mal Versuch. Ach nee, der hat noch nicht gegen Bidi gespielt. Der hat noch nicht gegen Bidi gespielt. Dran. Ich bin noch drin. Ja, du bist noch drin. DK. Iron Hill. Nee, DK. Nee, Iron Hill. Nee, DK. DK. DK war dein erster Gegner. Iron Hell war sein erster Gegner.
Die Ramlet. For real? Ja! Er ist gleich durch. Wie heißt der? Typho, wie heißt der? Wie heißt nochmal dieser Spieler, der den ich gegen gespielt habe, der auch Potemkin gespielt hat? Wir haben Bacon von den 100 Leuten. Wir haben Jay, wir haben Hulk. Der, wo du mir gesagt hast, dass der auf dem gleichen Level ist. Wo wir auch eine Sitzung hatten. Ah, Shader war das, glaube ich. Shader. Ja, der spielt ja schon eben. Nicht mit mir, bitte, mal fahren, das ist mit mir. Ja, das musst du schon buffern. Ah, hab ich doch gesehen! Scheiße, ich bin blöd. Was? Ach komm. Ich hab gerade gedrückt. Aber das ist ein riesig schmales Spiel, nichts. Ach man. Ne, der muss ich anders nehmen. So, dann bist du ja wieder durch. So, wie nehme ich dieses Mal? Oder bin ich nochmal gegen dich dran? Mein Gott. Bist du gegen mich dran, ja? Oh Mann. Oh Mann. Das ist, ging halt so schnell jetzt, weil ich ja. Ja, ich vergesse. Kämpfe vorhin warten musste. Ich vergesse immer, dass hier der Damage higher ist als bei anderen. Wow. Ah, Mann! Das ist eine Bombe. Das ist Command. Ah, ich erkenne die Animation nicht, weil. Ich weiß nicht, wie ich rankommen soll. Ich weiß nicht, wie ich rankommen soll. Nee, das ist auch keine Lösung. Tatsächlich, das ist not er. Ich verstehe nicht, warum du die nach Brande Person nicht confirmed bei dir. Eigentlich ist es nicht confirmed. Der Hit nach Brande Person. Out. Big damage. Hard knock on advantage. Nee, er bleibt ruhig. Nee, das ist, der ist nicht er. Der ist nicht er. Das wäre meine einzige. Ich habe keine Ahnung. Mein Projector ist zu langsam, meine Hurtbox ist zu kurz. Erdisch dann bleib beim Erdisch, aber den Fast Erdisch. Instant. Jo, Blast, Leute, Ablass. Ja, aber sobald du den machst, bist du doch längst weg. Also, beziehungsweise schon wieder bist wartet, erholt. Bevor ihr matcht, wartet. Warte. Hm. Ah, du hast die 4 gehabt. Du hast die 4 gehabt. Knapp. Du hast die 4 gehabt. Knapp. Du hast die 4 gehabt. Die und deren Ungeduld und geschlossenen Ohren. So instead of reflecting on themselves, they blame the beasts. Heaven or hell. Heaven or hell. Ramlethal versus Angie. Let's rock. Warum Angie Mito und Michael Jackson? I don't get it. Also da musst du Game Banana fragen. Die machen die ganzen Mods. Okay. I mean, ich hab auch Mädels, Rock Parade hinterlassen. Wortfalle, ich mach noch ein Set, wenn ich ein Set gewinnen sollte, mach ich noch mit. Dann muss ich euch leider verlassen. Ja, wir machen Alright. Auch nicht lang. Also 21 Uhr würde ich auch machen, dann haben wir ja 3 Stunden voll.
nicht for Speed ruft und so. Ihr wisst, wo das Struggle und so. Alter, du und nicht for Speed, ey. seit wann gab's diese, wie nennt man das? Seit wann hast du Lust bekommen auf Need for Speed? Schon immer. Ich bin Rennspiel-Enthusiast seit 2002. Ein. Genauso ist DK. Der DK. Was denn? Burnout 3, geil. Ja. Also, John, ich habe mit Midnight Club angefangen, weil das fand ich immer besser als Need for Speed. Viel besser. Und Underground 2 hat es mir dann aber angetan. Und dann gab es ja einige Teile, die mir gefallen haben und andere halt nicht. Most Wanted und Carbon. Carbon war mit meiner Lieblingsteile. Echt? Ich fand Carbon nicht so geil. Ja, doch, ich liebe halt Driften und Canyon Drift. Bin ich halt so krasser Fan von. Ich und fand das ist auch meine Disziplin halt. So okay, ich fand Most Wanted 2005 am besten. Ja, das ey, wie geil. Und jetzt wie geil einfach. Schwab-Player? Schwab-Player beats Racing Players. Und jetzt das neue Update, Volume 7, ist halt Underground 2 gewidmet. Oh, okay. Und mit den Drag Races aus Underground 2 und den Drift Races aus Underground 2. Also vom Fahrgefühl, das ist so geil. Und deswegen aktuell, ja, und da angehalten Kumpel angefangen hat, habe ich halt auch wieder angefangen. Und wir haben uns, um uns ein bisschen selber Spielstuff zu geben, haben wir gesagt, komm, lass uns jeder aus Most Wanted so eine Blacklist erstellen, wir selber. Suchen uns 15 Fahrer, machen, also bauen. Wir bauen die Autos, wir machen, Oh, unerwartet. Eine eigene Story halt für den Gegenüber und, ja, cool. Und dann sind wir jetzt fertig und so spielen wir halt aktuell auch. So, auf Dragon Ball spielen. Und so wie das neue Update jetzt so uns ins Arm gespielt, also in die Füße gespielt hat, ist natürlich ganz geil. Ja, das ist mit cool. Mit Drag Races und Drift Races dadurch. Ja. Das machen wir gleich wieder. Also, oder ja. John, du meinst eher im Schmappspieler trifft ein ja, Character Action Game Fan und JRPG Fan. Ja. Ja, und ich muss ja durch. Das wollte ich ja Blacklist, da ja ab 21. Juni das DLC von Elden Ring rauskommt. Ja, wollte ich gerade sagen, du bist doch kompetitiver PvP-Spieler bei Elden Ring. Oder? Ja, kompetitiv würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. Also das habe ich mitbekommen. Bloodborne, das war meine. Bloodborne ist cool. Da gebe ich dir. Oh, Bloodborne. Bloodborne ist geil. Du warst 2017 bester PvP-Spieler weltweit. Oh! Nice. Ich habe den DLC hab ich leider nicht geschafft. Ach, schade, der ist so gut geworden. Das Problem war, ich habe den ersten Boss unterschätzt und ja. Ja, so. Den habe ich irgendwann mit Level 23 gleich gemacht und no HUD. Oh, okay. Ich habe nicht ein Video mal hochgeladen bei YouTube. Okay, wow. Ja, die ganze Zeit mit hat auch, ne? Hab ich auch Twitch zu tun, bla. Ich hab's einfach nicht gepackt. Hab ich immer gedacht, so scheiß drauf. Ich setz das drauf. Und dann packe ich den dann auch noch. Ich denke so, Alter, ich. So ein geiles Gefühl. Bloodborne ist generell, finde ich, das Bessere davon. Ja, also auch PvP war zwar gut, aber ich finde bei Elden Ring zum Beispiel besser, du hast halt viel mehr Angriffe so. Bei Bloodborne ist es echt, deine Angriffsanimationen sind halt sehr begrenzt. Und das geht mir ein bisschen auf den Sack so. Ja, das stimmt. Aber das ist das Mantra dieser, ja, Souls-Spiele. Ich weiß nicht, wie Sekiro nochmal ist, weil das ist lange her, dass ich das gespielt mal hab. Also angespielt hab. So, jetzt muss aber mal der Zahn zu sein, oder? Wo wollen die hin, Schatz? Sehr gut. Es geht so schnell. Was mich am meisten verwirrt bei Beat'em Up Master ist, dass er in GTA Story für den Front aber so schlecht ist. Und in X-Art, wo ich ihn kennengelernt habe, war er ein gefährlicher Gegner. Ja. Als ob ich zu spät bin! Und im in Beauty Gear Drive. Pui. Oh. Hätte ich halt nie gedacht, so.
damals. Season 1 auch schon. Ja, als ob das wirft. Was machst du da? Oh, falsch, mach ich. Wieso keine fette Combo? Wieso willst du da grabben? Jetzt geht's noch. Wieso? Oh mein. Wieso kein DP into RC Roman Kern direkt tot? Typhoon, sei doch nicht so streng. Nicht doch vor uns. Nicht okay, First Take gemacht, aber den zweiten verkackt. Wieso keine Combo? Was? Come on! Oh, komm! Warum mashst du, während du nichts machen kannst? Junge, du hast kein Burst! Mensch! Du hast kein Burst! What on hit! Wollte vorher machen? Oh, du hast kein Burst-Balken! Ja, wenn du aber Burst hättest. Ich kann aber trotzdem noch abbrechen. Wie? Erklär's mir! Ja, erklär's mir, wenn du einen Hitstun hast! On Block! Junge, on Block! Ja, das geht auch. Nur! Nicht on Hit, on Block! Das war scheiße von mir. Wollte sie ja vorher machen schon. Das ist scheiße. Nee. Nein! Oh, warum? Warum? Wieso? Warum burstest du? Du hast doch. Nein, gebraucht. Ich wollte nicht bursten. Der hat sich das gemerkt. Warum hat das gebuffert? Ja, das tut er leider beim Burst. Das geht mir auch so offen. Wie? Das. Moment. Buffert? Gilt ihr gebuffert? What? Ja. Scheinbar schon. Ja, das hätte ich wissen sollen. Nee, ich. Was? Warum merkte sich meine Inputs? Das ist so witzig. Bei dir kommt das random raus und bei mir ist immer das Problem. Wenn ich es machen will, kommt es nicht raus und das ist so hart wie Raum. Das ist die Frage, die ich mir gerade ein bisschen stelle. Jabana! Okay. Ich wurde vom Buffering verwirrt. Sorry. So, jetzt bin ich wieder. Wieso kam Burst raus? Verdammte Scheiße! Das kann doch gar nicht angehen, ey. Oh. aber man muss auch checken, wann du im Stunblock bist und dann buffert der wie ein Scheiß. Boah, das ist heftig. Der ist ja noch schlimmer als bei Street Fighter 5. Der raucht hier, Schatz. Riechst du das? So, jetzt wird. Oh. Aber naja. Double Perfect mit Ansage. Okay, doch nicht. Oh ja. Gerade wenn du es sagst, ne? Dann passiert's. Ich hätte niemals gedacht, dass er da einen. Ja, stimmt, plus 3. Du springst ein bisschen viel, mein Freund. Bei dem muss man auch springen, das ist das Problem. Ja, aber. Nee, nicht immer. Ich habe gegen Chips gespielt, die sind nicht einmal in der Luft gewesen, die haben es zugeklappt. Meter Management! Ich werde das auch nicht respektieren, solange du das nicht lernst. Ne? Das ist panisch. Das ist auch gut. What? Ja. Hat er gerade bekommen. Ja, Mann, Griff. Schön auf. Gerade wo du angekommen bist, hat er gerade die Karte Intention gehabt. Hat er gerade Intention voll gehabt. Alter, ich verstehe jedes Mal nicht, wie mein Gegner halt jedes Mal Tension bekommt. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, aus diesem Angel-Spieler, den können wir noch was Richtiges machen.
Den schicken wir zu Merlusch. Alter, ich hasse es jedes Mal, wenn Chips vor mein Stäbchen fällt. Ich hasse Stapelchips, Junge. Stapelchips? Pringles. Nimmst du nicht aus der Dose? Ich will keine fettigen Hände haben, deswegen nehme ich ein Stäbchen. Ah. Das ist smart. Das ist very smart. Ja, und die rutschen mir jedes Mal, aus meinem Stäbchen raus. Das glaube ich aber gar nicht. Tja. Ja, oder brechen, wenn du zu fest drückst. Also Stäbchen vielleicht doch nicht so smart. Naja, wenn er die Kontrolle hat. Heute passiert mir einfach alles, ne? Ich verkacke heute, ich bin müde und Chips fällt mir aus meinen Stäbchen, das gibt's doch nicht. Naja, wir sind ja alle hier aus Fun. Achso, Angie, wenn du meinen Tornado siehst, du kannst da auch deine Parry super reinmachen. Safe dich und Punish. Ja. Irgendwas wollte ich euch noch sagen gerade. Nehmt keine Drogen. Das sollte selbstverständlich sein. Ja, klar. Aber. Du müsstest jetzt so einmal so eine Anleitung bekommen wie He-Man. So, liebe Kinder. Naja, das ist. Diese Schwule. Ey, speaking of Einladung. Ich find's einfach nur lustig und geil, wie der respektlose Raphael einfach nicht reinkommt. Aber Raphael ist doch tatsächlich nicht online. Ja, weil er sich offline gestellt hat. Geht mal auf sein Profil, wetten, der spielt irgendwas seit so und so vielen Minuten. Können wir ja mal nachschauen. Ich gucke. So. Freunde. Zero. Iron Hell, bürstest du da nicht, weil du weißt, dass ich dich baiten will, oder bürstest du allgemein einfach wenig? Allgemein. Allgemein wenig. Ja, ne? Weil ich denke, das kann doch nicht sein, Alter, dass er da andauernd mein Birdsbait riecht. Jedes Mal. Der hat Dead by Daylight gespielt! Was? Ja, er spielt Dead by Daylight dann die ganze Zeit. Wenn dann eine Zeit steht, die noch aktuell. Und Overwatch! Dead by Daylight und Overwatch! Ja, er hat sich offline gestellt, Spasti. Spacken, Junge! So hart aufs Maul kriegen wir denn in diesem Drecksspiel. Ja, Nee, kann ich so machen. Ich kann offiziell sagen, Raphael ist Low-Tigot nur in besser. Also, ich bin okay, Lab. Ach, das geht gar nicht, Mann, ey. Was muss ich da ein bisschen machen? Ich hab's vergessen. Kämpfen, ich krieg einen Anfall. Kein Wunder, dass ich bis heute so scheiße spiele. Das war scheiße. Du hast gesehen, dass ich. Ich müsste doch sehen, dass der blockt, Mensch. Das ist scheiße, von mir immer. Oh. Das wäre mal Chance gewesen, ich Idiot. Naja, heute schaffe ich nichts, Typhon zu besiegen. Nur ich beim nächsten Mal. Du wirst nie im Leben schaffen, ihn zu besiegen, außer Guilty Gear, noch was kommt raus. Jetzt habe ich ihn schon mal besiegt. Ja, wann? Aber nicht andauernd. Bei den vorletzten Fight to 10 habe ich es ein paar Mal geschafft. Ja, wann war das? Oh, das ist ein paar Jahre her. Letztes Jahr, glaube ich, ne? Ja, wenn du es heute nicht hinkriegst, dann ist es schockig. Oh, zwei Jahre, glaube ich. Ich muss wieder reinkommen, richtig, weil so spiele ich eigentlich nichts wirklich. Ja. Konnte das ja viel besser.
Strukturen irgendwie so. Nicht so ungut, aber der Playstyle hat sich nicht geändert. Ich also hab's auch nicht gespielt seit ein paar Monaten, ja, ich weiß. Da muss ich wieder ein Mainstream machen, dass ich wieder drin bin. Wenn du denkst, ich mach meinen Ransom, diesen Schießen, da kannst du auch deine Super reinmelden. Ja genau, wo habe ich meinen Mainstream gemacht? Da habe ich gegen Typhoon auch einmal gewonnen, oder ein paar Mal? Nee, falsch. Was war das? Das war doch letztes Jahr, oder? Geheime Mainstream. Wow! Hast du nicht nur Arcade gespielt? Yep, you are dead. Ja, ich hab schon. Sehr gut. Ich war so brain off, weil ich eigentlich Timestop drücken wollte, aber dann dachte, das wäre dumm, weil du schon an der Wand klebst. Und dann, ja. Ich komme, wie gesagt, ich komme mit dem Druck nicht klar persönlich, aber das ist nur... Was ich gelernt habe in dem Spiel... auf Reaction du hast schon versuchen... Du hast schon ganz Zeit gemacht. Ja, du bist schon durch. Ja, dann verlasse ich euch an dieser Stelle. Jo. Jo, hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, vielen Dank, Typhoon. Hat Spaß gemacht. Ja, eigentlich war der Sinn und Zweck, hier diesen Raphael heute hier auf die Fresse zu hauen, aber... Jetzt weißt du, der ist der große Pussy hier. Das war hier kein Plan, euch jetzt irgendwie... oder so, sondern einfach nur eigentlich mit euch mal fighten und eigentlich diesen Raphael da zusammenschlagen. Jupp. Ja, das war wohl nix. Heute früh bin ich mal. Ja. Ja, Frage ist, wann ist das nächste Mal, wo alle sagen, ich hab keinen Bock auf Straf oder was? Totenschille. Ja, da müssen wir mal gucken. Barry. I mean, ihr müsst aber auch bedenken, Typhoon ist ein Familienvater, heißt der hat nicht so oft Zeit für Videogames. Ich muss halt mit meiner Frau übersprechen, ob ich kann oder nicht kann. Ja, gerade das auch. Und wir haben Stundenzeit halt maximum eine Stunde für das Game zu investieren, ne? Nein, also ich wie gesagt, heute kann ich jetzt nicht stoppen. Aber Wochenende ist eigentlich zum Beispiel auch so eigentlich nicht gut. Außer Weibchen erlaubt ist, dann ist safe. Aber Wochenende ist immer so eher Me-Time und ja. Hm. Ich weiß, was du meinst. Mein Issue. Job anfangen im Juli wird halt noch weniger Zeit sein. Ja, mein eigenes Issue ist halt, ich habe mich mit der Season 3 halt zu wenig beschäftigt, beziehungsweise meine Möglichkeiten, was noch mit Wilder so geht. Ja, jetzt holt er den Test mit raus. Und wenn ich besser werden will, muss ich wieder ein Mainstream machen, Leute. Mit allen GDG-Spielen. Nein, du musst kein Mainstream machen. Doch. Du musst kein Mainstream machen. Doch, der Film war es ja, ne? Da habe ich abgegangen. An sich, wenn man einen Kampf, wenn man viele Kampfspiele spielt, egal was es oder wie, ich bin der Meinung, wenn man ein Spiel die Fundamentals kennt und seine Kombos kennt, dann kennt man das Spiel und wenn man dann, auch wenn man Monate oder ich habe halbes Jahr kein GTG gespielt und dann dauert das eine Woche vielleicht, dann bin ich wieder drin. Oder ein paar Stunden, kommt halt darauf an, dass man Talent anhat, dann geht das. Aber, ich hab's erst heute wieder angefangen. Ja, aber du spielst das Spiel seit 4 Jahren, wie du machst. Seit 4 Jahren. Ja, aber nicht jeden Tag. Wie gesagt, das ist das, was ich versuche zu erklären. Das Spiel hat sich minimal nur verändert. Wie Wild das Hold ist dazugekommen oder ihr habt einen neuen Move gekriegt. Das ist jetzt schon keine große Veränderung. Und trotzdem müssen die Fundamentals, die du aus Season 1 eigentlich, seitdem die du hast, oder Kombos, die müssen... Sitzen. Die müssen ja theoretisch da sein. Die vergisst man ja nicht für immer. Ich habe auch, wenn ich Mortal Kombat gespielt habe oder Guilty Gear oder was weiß ich, das Einzige, was ich umändern musste in meinem Schädel, war blocken. Ja. Und dann einfach wieder in die Kombos rein und dann war ich auch wieder drin. Aber
wenn man irgendwie jetzt beispielsweise 10 Jahre ein und dasselbe Game spielt, oder beziehungsweise in diesen 4 Jahren sind jetzt nicht 10.000 Spiele rausgekommen. Ne, das kommt ja auch noch hinzu. Und ich spiele ja auch andere Games außer GTA. Ja, ja klar. Genau. Weil ich hatte mal mit einem Soul-Spieler, der richtig, also richtig fortiger Soul-Spieler, der meinte auch zu mir, ja, du kannst jeden Tag, ich denke, ja, das Spiel ändert sich trotzdem nicht von Grund auf, wie du ein neues Spiel. Das ist halt Bullshit. Wenn du deine Kombos kannst, dann kannst du die. Ja, das stimmt. Und wenn du dann, also selbst wenn du lange nicht gespielt hast, dann bist du nach ein paar Stunden wieder drin. Das ist halt Bullshit zu behaupten, ja, nee, man lernt das ganze Spiel komplett auf einmal neu. Das ist halt, ja, fuck you so, nee. Mache ich ja auch nicht. Ich habe auch ein halbes Jahr nicht gespielt. Was halt anders ist oder was, wo man wieder aufhören kann. Sehr gut. Ist natürlich Matchup Knowledge. Matchup Knowledge komm. Und die Reactions halt, ne? Wenn du welche Pixel? Halt, das ist halt, ja, was ich auch sage. Das ist richtig. Ist schwierig. Ja. Ist schwierig. Ja. Gerade wenn wir älter sind, ne? Wir kommen da nicht so schnell rein. Philipp, ach komm, diese Schleichschläge. Trotzdem gewonnen. Oh. Das war aber letzte Runde wirklich so gewissen erzählt sich biegen bis noch. So. Was ich ja nicht verstehe ist, warum. Ihr seid also jetzt bitte mal, also du bist mehr der Street Fighter Verfechter, ne? Street Fighter, Tekken, World of Fighter, ja. Ja, weil du hast jetzt schon. Tekken ist noch nicht lange draußen und du hast jetzt schon dreimal so viel Spielstunden in Tekken als in GTA. Ja gut, in Tekken kam es ja auch so viel zu tun und so. Und das spiele ich wirklich viel wegen Geisterkämpfe und so halt, ne? Ah, oh, dann hätte ich. Wie ist ja das? Und Street Fighter hast du am meisten Spiel. Ja, weil es sogar mehr als ich in Guilty Gear. Ja, genau. Der Moment ist, PS5 Guilty Gear, das ist ja relativ neu. Ich hab's ja auf der PS4 gekauft. Ich musste die dazu sehen von der PS4-Version. Da habe ich schon respected. Ein paar hundert mehr. Nicht respected. Ah. Gott, also zusammen hab ich. Aber kein Guilty Gear Strife. Nee, PS3 nicht. Also das erste bloß, aber auch nicht viel. Fast gar nichts. Habe ich nur Ref 2 gespielt und halt jetzt gespielt. Ja. Da habe ich auch gekämpft, ja, ne? Zum ersten Mal, glaube ich. Ah, keine True String. Da hab ich Single. Und dann hab ich gedacht, okay, der wird ein guter Gegner, das wird spaßig und ja, war es gute Runde leider. Bis heute. Bugs ja, jetzt? Schon werde ich schon bisschen. Also? Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich die Cake gelernt habe. Doch, ich glaube. Ich habe mir Fürst Ten gegen. Durch Beat. Durch Fürst Ten, ne, glaube ich. Irgendwie, irgendwas. Durch Beat. In Shirt haben wir uns kennengelernt. In Beat. Auch da schon, okay. Ja, ja. Ja. Das heißt, wir kennen uns alle schon 5 Jahre, ne? Ja, ja. Im Grunde genommen, ja. Was? Der greift? Ja. Wow. Das haben wir gesehen, aber. Ja. So, Jungs, mein Kumpel wartet, der hatet mich hier schon, warum ich nicht auftauche. Das heißt, ich bin da mal weg. Ich wünsche euch alle einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr hasst mich nicht zu sehr. Was? Wieso? Du bist gut und fertig. Der kleine Axelboy. Alter, wir sind alle frustresistent. Ja. Wir wissen, wo wir sind. Wir wissen alle, wo wir stehen und fertig. Ja. Ich bin halt dankbar dafür, dass du überhaupt die Zeit genommen hast, hier mit teilzunehmen. Bis auf diese zwei Dullis, die halt nicht warten können, nur damit ich zuschauen kann. Was machst du da? Ich meine,
Ey, Tenshiro und Iron Hell drücken einfach auf Start, ohne dass ich die Möglichkeit habe zuzutrauen. Ja, letztens auch schon. Ich habe ja gar nichts gemacht letztens. Ja, wenn ihr Fragen habt und wie gesagt, Teaching oder so, könnt ihr auch jederzeit kommen. Das ist ja das, was ich DK schon seit vier Jahren erzähle. Ich weiß. Dieses scheiß Teaching. Du brauchst dafür kein Competitive Player werden. Einfach. Hier, sieh mich mal an. Sieh mich mal an. Ich bin auch kein Competitive Player. Nee, das definitiv nicht. Ja, ich bin der Sinnbegriff für Fun Player. Du übst einfach halt. Das ist das, was ich halt gut finde. Und wenn du das, was du übst, das ist das, was ich dir sage. Wenn man das drauf hat, das verlernst du nicht so schnell. Nee. Selbst wenn du ein halbes Jahr nicht gespielt hast, dann guckst du wieder und dann hast du es auch wieder drin. Das ist das, ne? Was in Muscle Memory eigentlich bleibt, dass du da reinkriegst, das kriegst du auch nicht so schnell wieder raus. Oder noch besser, ihr kommt alle zum Guilty Gear Dark Server hier im Discord. Ich bin schon drin. Ja, da ist Beat'em'up doch schon drin. Ja, schon nur... Der ist da wirklich so inaktiv, sodass man halt nichts dazu sagen kann. Nee. Und... Ja, also keine Ahnung, der Biggie ist einfach der inaktivste Nutzer im Dachserver. Nee, da gibt's noch inaktivere, oder? Ja, aber von was ich kenne, ist Biggie der inaktivste. Ja, ich habe nicht nur einen, ich habe mehrere. Das sind doch einige. Wir sind 340 Mitglieder und das ist gefühlt 120 aktiv. Wenigstens ist das Dachserver einfach ein geiler Discord-Server, ne? Und ich könnte nach dieser Session DK dann halt diese Discord-Link senden. DK, wie gesagt, ja. Das hatte ich auch schon seit 4 Jahren immer wieder. Der könnte so ein guter Spieler in GTA sein. Ich weiß. Du siehst immer das Potenzial in mir. Ja. Gib mir eine Woche mit dir. Eine Woche! Und dann kommt er raus. Ich mach euch kaputt. Typhoon ist das Sinnbild für Fujin, Junge. Ne? Kennt ihr diese Ausschnitt? Have faith in me. Ja, also wirklich, habt Faith in ihm und auch das Dachserver. Ja, Scheiße, gib den doch, guck doch, lass die doch auf Netflix oder so gucken. Ah, geht auf den Laptop nicht hin, weil du kein Konto mehr hast. Was? Naja. Warte, so. Bin ich geht? Dran? Nee, bin noch nicht dran, okay. Oh, anyway. Auf jeden Fall gefreut mich auch mit euch allen zu quatschen. Ich bin vielleicht ein bisschen ganz froh, dass das Rafa nicht kommt, weil das wäre, glaube ich, ausgeartet wieder. Ach so. So ein Spaß. Oh ja, History. History. Jawohl. Ich mach auf Klubschi. Okay. Ich glaube, wir haben, ich muss kurz mit den Hunden. Mein Kleiner. Ich glaube, das nächste Guilty Gear, wenn das was rauskommt, wird mein Kleiner wahrscheinlich auch spielen. Oh wir ja. Pro-Programmer machen. Ey, der nächste Evo-Champ, ich sag's euch. Ich will den als Rivalen haben, ey. Please, Junge. Ich will den als Rivalen haben. Machen wir ihn als Evo-Champ? Gibt's 1 Million Preisgeld. Oh yeah! Okay, ich glaube, wir haben Typhoon genug gestört. Nee. Aber for real. Der Typhoon kann euch wirklich weiterhelfen. Was ist das? Das ist so schwer. Ja. Nicht unbedingt, du musst erstmal das Ganze aufbauen. Ne? Risk Bar, Tension Bar. Ne? Also ich persönlich als Kampfspiel-Boomer finde halt Guilty Gear Strive am einfachsten, das einfachste Kampfspiel, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Ja, ich finde es am einfachsten tatsächlich. Von den Kombos und alles. Am schwierigsten finde ich Street Fighter, beziehungsweise Tekken und dann Street Fighter. Tekken? Nee, Tekken ist auch nicht schwer. Mankind.
Das war schon lange klar. Hier dieses 2KXO oder so, das finde ich auch interessant. Ach komm. Sein ist das so, das ist scheiße. Oh. Ey, Typhoon, jetzt schwitze ich auf mal einmal rein. Was ist mit los mit mir? Ja, diese kommen zum Schreiben. Zeug konnte ich auch mal irgendwie, aber irgendwie. Weiß nicht, wie ich spielen soll. Na, schon wieder. Hört mich irgendwer? Hallo, hallo? Das war Flores. Ist die Kay da? Ich muss die Kay sprechen. Die Kay, hallo? Hallo, die Kay? Scorpion? Scorpion? Hä? Hallo, Scorpion? Ist halt weg. Die Kay? Ist weg, der Boy. Ich glaube, ich gerade weg wegen Hunde oder was? Der ist eiskalt abgegangen. Ja gut, Jungs und Mädels, dann goodbye. Hallo? Jojo. DK, da ist er. Komm mal nächstes Jahr auch nach Bernabeu. Alles klar. Du bist doch auch aus Hamburg, oder nicht? Da kann ich ganz schön viel sollen. Schon wieder gewonnen. Ich bin ja der beste gültige Spiel von euch allen. Ja, besser als Raphael. Weil Raphael nur die Basic-Shits machen kann. Haben wir ja heute nicht leider sehen können. Ja, warum auch? Der wollte nicht scheinbar. Nee. Der ist offiziell ein Pussy. So leid es mir tut. So leid es mir tut. Nein, das hast du nicht so machen, musst du anders angreifen. Bei der Schild ist ziemlich sicher. Von oben, alle Angriffe von oben treffen nichts. Eine Chance hast du noch? Nein. Schon wieder perfekt. Zweimal. Okay. So, noch ein Versuch. Diesmal muss es doch klappen. Ach, stimmt, ich so, war ja schon. Ruhig Scheiße. Ruhiger. Und dann voll durch. Genau. Ah, Scheiße. Warum kam der Walters da nicht raus? Eieiei. Sehr schön. Oh, hat mich getroffen. Ach Gott, warum kennt sich das so früh? So. War das eben die Kill oder war das Henshi? Ich weiß. Ich bin wieder da. Da bist du ja. Andersrum. Naja, die Hunde. Die Hunde brauchten Auslauf.
Typhoon. Oh no! Das war Tenchi, das war Tenchi. Ach so. Das war Tenchi. Cool. Aber das habe ich auf Video, ist ja kein Ding. Das ist gut. Ich nehme ja auf, das ist ja Ding. Kein Ding. Ach, das darf ich nicht machen. Gesehen, also Höchststrafe. Kriegt na, kann ich nicht mal machen. Doch. Höchststrafe. Todesstrafe, ja. Da ja, 1000 Deaths. Ist nur hingegangen und noch ungeblockt. Das war aus wie ein Angriff, aber egal. Ach komm, komm, lass die Kick spielen, lass die Kick spielen. Ja? Oh lol. Warum bin ich denn dran? Ja, ich hab. Ja. Wie lange wollen wir denn noch? Ihr entscheidet. Ich kann weiter. Ja. Ich liebe, wenn Digger lief. Okay, dann mache ich noch, mache ich noch so lange, wie es geht und dann lief ich auch, weil... Ja. Ich wollte eigentlich noch eine Pizza machen. Baby. Ich hatte schon. Ja, du. Ich muss zur Rasen mähen. Ah, oh, da kann ich was machen. Damit, das bringt nichts. Ist nur Kenshin. Das ist nur Kenshin. Der braucht so zwei Griffe. Dafür. Muss deine Einstellung gucken. Ja, drei Griffe ist für den hohen Kenzer und das, was du meinst, ist mit den anderen Griffen. Nein. Nein. Wurde auch fangen? Tust mal fangen? Genau, dann mit einem anderen Knopf. Noch zusammen. Tatsächlich drücken. Genau. Ah. Ja, genau. Ah, scheiße! Da bin ich offen. Seo! Oder? Psych. Ja. Da bin ich offen. Das gleich schon mit Metallica. Ja. Der ist. Oh, ja, das kann dann. Oh, das. Der hat dich umgekickt. Der war oben unten, der war unten unsicher. Der Angriff hätte so Caution Kick. Ich hab auch. Der war unten offen. Weiß ziemlich wenig gegen Andy. Der hat doch keine Energie mehr gehabt, ist mir egal, ob du ihn dich noch getroffen hättest, wenn du ihn auch triffst. Der fast gar nichts mehr. Bosscat, are you still in stream? Ja, ihr und ihre PlayStation Colors. Junge, wir PC-Spieler haben so.
Wir PC haben sowas gar nicht, ey. Das gibt's doch. Wir müssen uns also das einfach modden. Einfach. Nee, ich meine die Farben, was jetzt Iron Hill zum Beispiel hat. Ich würde mir die Tasten so belegen, dass das für dich angenehmer ist, auch. Ich stand, es ist gescheiter, ja. Das könnte ich gar nicht. Ja, Standard reicht ja aus. Okay, lässt dich scrollen. Slash, baby. Mata, it's demo white shmas. Kai, win. Are you ready? Oh. So, nochmal. Der mit dem Anker. Der Anker muss her, Leute. Sind doch immer aus demselben Level. Ja, wir sind dasselbe Level. Wir haben auch sehr oft gegeneinander gespielt. Genau. Einmal hast du länger gespielt? Ach, der Scheiß. Ja, wieder. Mieter. Ja, was? Ja, ich schlaf. Ich schlaf. Egal, grade. Ich krieg's ab. Ich hab grad Gehirnsalat langsam. Brrr, Mann. Gehirnsalat. Ich fange jetzt an, die Game. Praktisch. Weißt du, brauchst 3 Stunden, um warm zu werden. Ja, in dem Moment, wo Crouch weg ist. Das sieht gut aus für mich gerade. -3. Zu spät. Heute einmal, Baby. Corner. Das war nur als Scheißdreck. Picks. Ah. Einfach Picks. Picks, Picks, Picks. Ich frag mich, wie er das nicht gepunished hat. Das gibt's doch nicht. Ja, das war scheiße. Habe ich gesehen. Da uns ja Banger. Nee. Was mache ich? Wieso bufft das? Jawohl, ja, what? Was war dieser Throw, Junge? Keine Ahnung. Was war dieser Throw? Der hat gebufft. Wollte eigentlich low machen. Wieso bufft der Scheiß? Ja, wieder gewonnen, Mann. Ich muss echt langsamer spielen hier. Oh, ist das heftig. Schon wieder so? Die Eingaben. Wurde doch Zeit, dass ich irgendjemanden hochlevele. Ach Gott, Inting. Ah, gegen die kann ich schon gut kämpfen. Da im Bett bleiben. Ich hätte Meshke.
gesehen, dass du blutst. Ja, angenehmer. Viel angenehmer. Ach Gott, ich hab auf Wurmelkessel gedrückt. Nee, das war nichts. Also, egal. Nehmen wir noch. Ah. Das war ein bisschen zu weit. Ein bisschen zu weit. Okay, konzentrieren. Ja, wo bleibt mein Teil geklatt? Werde ich besser down heavy slash, dass du hier noch in Air hast? Wallbreak. Ja. Das war mehr als die Hälfte, ja. Oh oh. Ah, draußen verloren. Draußen verloren. Aber sag ja nicht mal gegen diese Gegner, gegen so. Aber soll? Da muss man Sport machen. Ich bin mal kurz weg, Leute. Oh. Man. Duel one. Let's rock. Oh, gut, auf Pande. Das geht, ja. Ja, aber du standst ja im Fächer, das ist ja was anderes. Weil der Level 2, also sozusagen der andere Overdrive, hast immer ein iframe Overdrive. Also wo die... Das ist hier nicht wie bei Street Fighter 6. Manche Overdrives haben iframes bei den Cinematics. Und da erreicht er dich. Aber sobald die iframes vorbei sind, greift natürlich noch deiner, weil deiner noch rotiert. Ähnlich wie beim Sonic Boom bei Street Fighter 5. Wenn du da drin bist, trifft er dich. Blödes Beispiel, ich habe jetzt kein besseres. Dankeschön. Aber zweimal hast du, glaube ich, schon gewonnen, oder? Zwei Version Teddy. Ja, ganz hast du auch mal gewonnen. Ja, gegen Iron Hell. Eins oder zweimal, ja.
Gott, habe ich die Gruppe vergessen. Sehr gut. Wieso kein Vapor Trust? Der zieht doch mehr ab. Ja, ich habe ein Problem mit Heavy Vapor Trust. Der ist der benutzt. Oh man, okay, my last fight. Scheiße. Ja, unbedingt muss es dein Nemesis sein, ha? Hm. Dann zeigst du mir wieder, wie unfähig ich bin. Tja, jetzt die Frage. Ich habe einmal gepennt. Schon wieder. Hä? Wie kann das angehen? Dann wieso? Wieso buffst du der Scheiß? Boah, ey! Oh, ich war nicht nah dran. Der Wind, Jokios, der Wind. Wieso bufft der Scheiß? Mann! Gott, ich muss langsamer spielen. Egal. Ist sowieso schon. Chillen. Ja, wie soll ich das nach über 3 Stunden? Jetzt heben wir das mal. Ja, gerade dann. Ja. Gerade dann muss man jetzt stehen. Tagesziel erfüllt, mit dem Blut von Juno jemanden besiegen. Ja, ich bin sowieso. Ist ja egal. Ja, So, okay, Leute. Dich? Ja, ich gehe raus. Ich wollte es beenden, für mich. Ach, da muss ich einen neuen Raum aufmachen, weil ich bin ja der Host. Yeah. Ja, okay, meine Damen und Herren, das wär's mit dieser Aufnahme. Gültiges Drive Fight Night mit John, Salvation Tenchi, Typhoon the Wolf und Beat'em Up Master. Habe ich alle aufgezählt, alle Kinder? Ach so, natürlich, John, Kyo, the bad guy. Iron Hell. Und Iron Hell. Und ja, das war auch mein Stream gewesen und ich hoffe, ja, euch hat es auch so viel gemacht und ey, fettes Dankeschön an die ganzen Teilnehmer, die sich freiwillig dazu entschieden haben, hier bei Strife mitzusitzen. Gerade DK und Beat'em Up, ich kann euch genug danken, dass ihr euch freiwillig entschieden habt, hier eine Session mitzumachen. Kein Problem. Auch wenn Strife jetzt nicht euer Mensch, also nicht nur nicht euer Hauptfokus oder auch ihr aus der Übung seid, ne? Also ja. Dass ihr überhaupt so gemacht habt. Ich spiele eigentlich nur wegen euch praktisch. Ja, weil selber würde ich jetzt nicht so auf viel spielen, ne? Ja, und gerade was wir vorhin gesagt haben, ey, bitte kommt zum Dark-Server und lasst euch dann halt ein paar Sachen belehren. Dann könnt ihr dann halt ja in den richtigen Level auch das Spiel genießen. Und ich kann es euch einfach nur empfehlen. Ich musste zweimal rumsitzen und dann halt mehrere Spielerfahrungen haben. Schon hatte ich meinen Spaß. Ja? Hm. Und ich hab es halt immer noch und ich kann es euch nur noch empfehlen. Und Da werde ich mit den Jungs nochmal sprechen. Da werde ich irgendwas mal gucken, wie wir das machen. Da werden wir auch nochmal sprechen. Ja. Sonst. Ja, dann kriegen wir schon hin. Alles klar.
Dann würde ich persönlich sagen, jetzt, um mein Video zu beenden, Und den Stream auch noch. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da und einen Kommentar. Nicht nur bei mir, sondern auch bei Bidi und bei John. Abonniert DK, abonniert Bidi. Ja, hallo. Abonniert dich. Die soll man abonnieren. Ja, und wenn euch nicht nur mein Guilty Gear oder Fighting Game Zeug gefällt, dann lasst auch ein Abo da, so wie die anderen schon gesagt haben. Und ich würde sagen, ja, genau. Und ich würde sagen, ich bin DK, das Game Stage 5. Und wir sehen und hören uns wieder. Ich bin John Kyo, Bad Guy. Und wie heißt es so schön? Signing out. Bye bye. Bye bye.